Sie ist beliebt und erfolgreich. Plötzlich kämpft sie um ihr Leben. Es war schrecklich. Sie war todkrank. Niemand wusste, was sie hat. Es war furchtbar, sie so zu sehen. Ein Fall für die Ärzte oder für die Polizei? Sie waren frustriert und wütend. Nach diversen Tests fanden sie etwas Rätselhaftes. Eine Packung Zigaretten, das war's. Linda Kincaid ist ein Mensch, der jedem in Erinnerung bleibt. Hochgewachsen, immer makellos gekleidet. Eine charismatische Geschäftsfrau. Ja, sie war schön. Aber vor allem verströmte sie Wärme und Freundlichkeit. Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen, das war ganz natürlich für sie. Linda gehörte zur Geschäftsführung des San Onofren Kernkraftwerkes in Südkalifornien. Damals eins der größten Kernkraftwerke der USA. Sie hat als Sekretärin angefangen und sich bis in die Führungsetage hochgekämpft. Sie war karriereorientiert, weil sie ihren Job geliebt hat. Ich glaube, das Wichtigste in Lindas Leben war, sich immer weiterzuentwickeln und von niemandem abhängig zu sein. Sie hat oft Überstunden gemacht, wohl wissend, dass sie dafür nicht bezahlt wird. Als Linda ihren Kollegen Paul Curry kennenlernt, ist sie überzeugt, dass er der Richtige ist, sowohl emotional als auch intellektuell. Ich erinnere mich an den Anruf. Mary, ich habe einen jüngeren Mann kennengelernt und ich mag ihn sehr. Was sie am meisten betont hat, war, wie schlau er war. Ein kluger Kopf. Ein junger Typ, hochintelligent, gewitzt, lustig. Er spielte Klavier und er hat zweimal die TV-Rateshow Jeopardy gewonnen. $24.000 kassiert. Er war Atomphysiker, perfekt für Linda. Im Sommer 92 heiraten Linda und Paul. Sie ist 48, er 35. Sie war auf Wolke 7. Sie waren regelrecht vernarrt ineinander. Also bis hin zu dieser Art zu sprechen. Ich nenne es Babysprache. Oh, oh, meine kleine Linda friert. Ich hol dir was zum Anziehen. Es wirkte alles sehr liebevoll. Wenige Monate nach der Hochzeit werden die beiden plötzlich ernsthaft krank. Akribisch wie sie ist, führt Linda Tagebuch. Das ist aus Lindas Tagebuch. Montag, 28. Juni 1993. Gewicht 75 Kilo. Zunächst alles gut, habe lange gearbeitet. Salat zum Abendessen und etwas Likör vor dem Schlafengehen. Mitten in der Nacht aufgewacht. Musste mich übergeben. Innerhalb von 6 Stunden 30 Mal. Da Linda und Paul krank sind, gehen alle von einer Lebensmittelvergiftung aus. Paul geht es bald besser, Linda aber viel schlechter. Sie muss 3 Wochen im Krankenhaus bleiben, hat sogar eine Hirnembolie. Sie war schwer krank und niemand wusste, was los ist. Sie fanden keine Ursache für die Übelkeit, das Erbrechen, den Durchfall. Es war mysteriös. Niemand konnte sagen, was dieser im Grunde fitten jungen Frau fehlte. Paul Curry ist verzweifelt und ständig im Krankenhaus. Dort saß Paul, völlig verloren, den Kopf auf die Hand gestützt. Er warnte mich. Ich weiß nicht, Mary, ob du sie jetzt besuchen willst, es geht ihr ziemlich schlecht. Und als ich auf die Intensivstation ging, lag sie da, zusammengerollt wie eine 80-jährige Frau, in diesem großen Bett mit all diesen Schläuchen. Dieses Bild bin ich nie wieder losgeworden. Ganz die Kämpferin erholt sich Linda wieder. Die Ärzte setzen alles daran, herauszufinden, was sie fast umgebracht hat. Eine endgültige Diagnose gibt es aber nicht. Sie erholt sich langsam und kehrt sogar wieder zur Arbeit zurück. Aber 6 Monate später erkrankt sie erneut und muss wieder ins Krankenhaus. Nicht wenige glauben, dass ihre Arbeit im Kernkraftwerk sie krank macht, sie möglicherweise sogar langsam tötet. Ich hörte ständig, wir testen dies, wir testen das. Ergebnisse gab es keine. Rätselhaft.
Warum wird Linda Curry zweimal ins Krankenhaus eingeliefert? Und warum findet niemand den Auslöser für ihre furchtbaren Beschwerden? Natürlich gab es Spekulationen. Einige glaubten, dass Linda sich selbst irgendwie krank machte, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber alle, die sie näher kannten, verneinten das. Linda war im Grunde glücklich. Mit ihrem Leben und ihrem Job. Linda hatte schon vorher gesundheitliche Probleme. Chronische Müdigkeit, Verdauungsprobleme. Sie ist wegen Depressionen und Angstzuständen in Behandlung. Ihr zweiter Klinikaufenthalt dauert nur eine Woche. Offenbar hat sie das Schlimmste überstanden. Es ging ihr gut, sie war glücklich und arbeitete wieder. Linda fühlt sich so fit, dass sie wieder anfängt, im Büro Überstunden zu machen. Ehemann Paul sorgt sich deswegen und bittet Lindas Freundin Mary per E-Mail um Hilfe. Er schrieb: Mary, auch wenn ihr gerade nicht so viel Kontakt habt, könntest du versuchen, Linda davon zu überzeugen, dass sie langsam machen soll, damit der Job sie nicht wieder so kaputt macht? Paul Curry verschickt diese E-Mail und wählt nur Stunden später den Notruf. Linda ist bewusstlos und atmet kaum noch. Der Notarzt fand Linda leblos in ihrem Bett. Er dokumentierte, dass sie asystolisch war. Ohne Herzschlag, ohne Puls. Sie atmete nicht. Linda kam ins Krankenhaus in Sacramento, wo sie für tot erklärt wurde. Trotz des Schocks und der Trauer will Lindas Familie antworten. Denn eine wichtige Frage, die schon bei ihrem ersten Klinikbesuch aufkommt, ist noch unbeantwortet. Beim ersten Aufenthalt stimmte etwas mit Lindas Infusionsbeutel nicht. Die Flüssigkeit darin war trüb, aber das wurde nie aufgeklärt. Routinemäßig vernehmen die Ermittler auch Paul. Ihm habe die Klinik erzählt, dass die Untersuchung der Infusion ergebnislos blieb. Auch die wichtigste aller Fragen war noch offen. Wer wollte Linda Curry tot sehen? Sie hatte keine Feinde, null, niemanden. Sie hat niemals über andere gelästert und niemand hat etwas Schlechtes über sie gesagt. Es gab nämlich nichts Schlechtes an ihr. Beim ersten Krankenhausaufenthalt fragt die Polizei Linda, ob sie eine Idee hat, wer ihr schaden will. Das mögliche Motiv? Lindas Lebensversicherung in Höhe von mehreren hunderttausend Dollar. Einziger Begünstigter? Paul. Aber Linda ist überzeugt, es ist ein gesundheitliches Problem. Paul hat nichts damit zu tun. Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir alle das Bedürfnis nach Verbundenheit, stabilen Bindungen, also einer Partnerschaft haben. Und das war auch bei dem Opfer so. Ne? Sie hatte eine tiefe Sehnsucht nach einer Partnerschaft. Und Curry hat im Grunde all das dargestellt, was sie sich gewünscht hat. Ne? Er war ja für sie nicht als hinterlistiger, habgieriger Täter zu erkennen, sondern er hat sich ja sehr erfolgreich nach außen verkauft und hat ja nicht nur sie, sondern viele andere Menschen eben auch getäuscht. Eben weil er charmant war und weil er intelligent war und humorvoll. Und er war ja auch sehr fürsorglich und sehr liebend und hat im Grunde ihre Sehnsucht, ne, ihre Sehnsucht nach Liebe, nach Verbundenheit erfüllt und ihr das gegeben, was sie brauchte. Den Ermittlern fällt aber auf, dass auch bei Lindas zweitem Krankenhausaufenthalt offenbar etwas mit dem Infusionsbeutel nicht stimmt. Diesmal in einer anderen Klinik. Der Anschluss des Beutels ist defekt oder wurde manipuliert. Tests bleiben ergebnislos. Wieder wurde offenbar ihr Infusionsbeutel manipuliert. Das ist doch merkwürdig. Und wieder gab es keine brauchbaren Spuren oder Hinweise. Auch im Polizeiverhör nach ihrer zweiten Einlieferung ist Linda weiterhin völlig arglos. Oder naiv? Das überzeugt weder die Ärzte noch die Ermittler. Zwei Infusionen werden in zwei unterschiedlichen Krankenhäusern beschädigt und nur bei einer einzigen Patientin. Zufall? Wohl kaum. Nach Lindas Tod verhören die Ermittler Paul noch einmal. Have you ever, after Linda's death, have you ever talked to the doctors and find out what? I talked to her own physician and
He still suspected it was something neurological, but as far as the cause, he didn't know. Rumor has it that you were going to sue the hospital, reference the tampering of the bags. Well, Linda and I talked to a lawyer about that, but we were told that this wasn't enough information. Die Ermittlungen geraten ins Stocken. Lindas Tod bleibt rätselhaft, auch wenn vieles auf ein neurologisches Problem hindeutet. Ihre Familie und ihre Ärzte hoffen darauf, dass die Autopsie das Rätsel ihres Todes löst. Linda Curry ist ab und an krank gewesen, aber ihr plötzlicher Tod ist trotzdem ein Schock, die Ergebnisse ihrer Autopsie unbefriedigend. Ich habe den Autopsiebericht. Sie konnten keine klare Todesursache finden. Eine Sache fällt dem Gerichtsmediziner aber auf. Eine winzige, kaum erkennbare Wunde, wie ein Einstich hinter Lindas rechtem Ohr. Es wirkte anfangs nicht wie der große Durchbruch. Nichts wies darauf hin, dass es mit ihrem Tod zusammenhängen könnte. Der Autopsiebericht beschreibt es als kleine Einblutung. Der Gerichtsmediziner versucht, der Todesursache mit einer toxikologischen Untersuchung auf die Spur zu kommen, findet aber keine tödliche Menge eines Giftes. Aber die Testergebnisse zeigen eine hohe Konzentration eines Schlafmittels, viel höher als empfohlen. Die Tabletten wurden Linda nie verschrieben. Aber selbst diese hohe Dosis ist nicht tödlich. Die Forensiker suchen weiter. Sie untersuchen Lindas Gewebeproben und können kaum glauben, was sie sehen. Eine gewaltige Menge Nikotin. Nikotin ist ein Alkaloid, ein sogenanntes, das in verschiedenen Pflanzen vorkommt, aber hauptsächlich in den Blättern der Tabakpflanze. Und Nikotin hat eine anregende Wirkung in geringer Dosierung, allerdings nur bei Menschen, die schon Nikotin gewöhnt sind. Das heißt, diese Wirkung, dass es einerseits beruhigt, andererseits anscheinend wach macht, entsteht eigentlich nur dadurch, dass vorher ein Nikotinentzug stattgefunden hatte, der dann wieder ausgeglichen wird. Also eigentlich ist diese Wirkung gar nicht wirklich da. Aber in der höheren Dosierung ist es dann ein Nervengift. Und dann haben wir also Symptome wie Unruhe, Zittern, Blässe im Gesicht, rote Flecken an der Haut. Es kann Übelkeit und Erbrechen insbesondere geben. Und wenn dann die Dosis zu hoch ist, dann kommt es zu einer Atemlähmung. Die Nikotinwerte in ihrem Blut waren außergewöhnlich hoch. Wir fanden eine Konzentration von 1120 Nanogramm pro Milliliter. Bei einem sehr starken Raucher findet man höchstens 25 Nanogramm. Linda Curry hat nie geraucht, aber Nikotin tötet sie. Die Werte waren 400 Mal höher als bei einem Raucher. Nikotin tötet in diesen Mengen, weil der Atemapparat gelähmt wird. Man kann nicht atmen und stirbt. Die Ärzte wissen nun endlich, woran Linda gestorben ist. An einer Nikotinvergiftung. Und die Ermittler wissen, es war Mord. Hängen die Diagnose Nikotinvergiftung und die eigenartige Wunde hinter Lindas Ohr zusammen? Hat ihr jemand das Nikotin gespritzt? Bis vor kurzem war es allerdings fast unmöglich, an flüssiges Nikotin zu kommen. Es gab jüngst Fälle von Nikotinvergiftungen, weil jemand die Flüssigkeit für E-Zigaretten getrunken hatte. Ansonsten weiß ich nur von einem belgischen Grafen, der seinen Stiefbruder 1850 mit Nikotin vergiftete. Flüssiges Nikotin selbst ist ja erst in jüngerer Zeit verfügbar über diese Verdampfer, aber das sind auch sehr geringe Konzentrationen und auch geringe Mengen, die abgegeben werden. Also dass man sich da eine tödliche Dosis an Nikotin zusammenkauft, das ist eigentlich kaum möglich. Natürlich kann man Nikotin, es ist wasserlöslich, kann man eben aus Tabak gewinnen. Das, was dann dabei entsteht, dieser nennen wir es mal Sud, ja, der ist braun. Der schmeckt bitter, ja, der riecht stechend. So, das muss man ja dann den Menschen auch noch irgendwie beibringen. Das ist also allein das, was dem Menschen an Volumen zugeführt werden müsste, ist schon relativ viel. Für Lindas Familie und Freunde steht fest, auch wenn handfeste Beweise fehlen
Paul Curry steckt dahinter. Ich war zu 95% sicher, dass alles auf diese eine Person hinauslaufen wird, nämlich Paul. Ihn erwartete nach ihrem Tod ein wahrer Geldregen. Ich hatte keinen Zweifel mehr. Tragisch ist, dass ihre Freunde sie vor ihrem Tod sogar vor Paul warnen. Der Polizei sagt sie, aber die Ermittler brauchen Beweise. Wie ist Paul an flüssiges Nikotin gekommen? Und wie hätte er Linda eine so große Menge verabreichen können? Spielt die kleine Wunde hinter ihrem Ohr eine Rolle bei ihrem Tod? Im Haus wird keine Spritze gefunden. Und es gibt keine Proben von dem, was Linda damals zu sich genommen hat. Sie hatten keine Beweise, gar nichts. Sie konnten nichts nachweisen. Alle Spuren in dem Fall wurden kalt. Die Ermittler hatten plötzlich nichts mehr, dem sie ernsthaft nachgehen konnten. Ist Paul Curry so genial, wie er behauptet? Ärzte, Ermittler und Angehörige müssen sich eingestehen, wenn Paul Linda ermordet hat, könnte er mit der Tat davonkommen. Es wird sich auf jeden Fall um einen Täter mit einer antisozialen Persönlichkeit handeln. Das heißt nicht, dass die sozusagen als antisozial erkennbar sind, sondern die sind oft sehr charmant, intelligent, humorvoll, wissen, wie sie sich präsentieren müssen, sind hochmanipulativ. Er war ein Schauspieler. Er hat alle getäuscht. Kurz nach Lindas Tod, 1994, wechselt Witwer Paul innerhalb des Atomkraftwerkes den Job. Die Personalabteilung muss dafür Pauls Lebenslauf noch einmal durchleuchten. Diese Überprüfung ist strenger als bei seiner Einstellung und sie sorgt für eine Überraschung. Er war ein Hochstapler. Er hat nie studiert, hatte nicht mal Abitur. Alles war gefälscht. Und natürlich war er kein Atomphysiker. Er hat zwei Ex-Frauen und drei Kinder. Als er Linda heiratet, weiß sie nichts davon. Leider war er brillant. Er war schlau. Schleimig, aber schlau. Er hat alle getäuscht. Nachdem seine Lügen auffliegen, wird Paul entlassen. Für ihn kein Problem. Lindas Lebensversicherung hat ihm schließlich viel Geld überwiesen. Paul Curry dachte, er hat alle ausgetrickst und ist mit Mord davongekommen. Er zieht nach Kansas und beginnt dort ein neues Leben. Er heiratet wieder, adoptiert ein Kind und arbeitet als Bauinspektor. Fast ein Jahrzehnt vergeht. Dann nimmt Sergeant Yvonne Schull, eine Mordermittlerin im Büro des Sheriffs von Orange County, den Fall wieder auf. Sie hat noch nie von einem Fall mit Nikotin als Mordinstrument gehört und will mehr wissen. Ich konnte Dr. Neil Benowitz aus San Francisco für den Fall interessieren. Er ist ein weltweit anerkannter Experte in Sachen Nikotin. Yvonne Schull interessiert vor allem die Antwort auf eine Frage, die in der ursprünglichen Untersuchung offenbar niemand stellt. In welchem Zeitraum würde eine so massive Dosis Nikotin Linda Curry töten? Dr. Benowitz hat die Antwort. Linda Curry stirbt innerhalb von 20 bis 30 Minuten nach Gabe des Nikotins. Jetzt musste ich herausfinden, wer in den 20 bis 30 Minuten von der Verabreichung des Nikotins bis zu ihrem Tod bei Linda war. Diese Person ist Paul Curry, der anscheinend als einziger bei Linda ist, bevor sie stirbt. Er war schlau genug zu wissen, dass er ab jetzt als Hauptverdächtiger galt. Paul Curry war das egal. Er musste nur dafür sorgen, dass kein Strafverfolger ausreichend Beweise hat, um ihn anklagen zu können. Und dieser Plan funktioniert. 16 Jahre lang. Aber der Zeitraum, den der Experte für die Nikotingabe festgelegt hat, könnte die Wende bringen. Mit der Zeit entwickeln die Ermittler einen Plan, um das selbsternannte Genie zu überlisten. Die Idee? Sergeant Schull gibt sich als lokale Polizistin aus Kansas aus, die ihm im Auftrag der kalifornischen Kollegen ein paar harmlose Fragen im Fall Linda Curry stellen soll. Für ihn hieß das, ich habe sie damals an der Nase rumgeführt. Denn die Beamten, die ihn jetzt befragen wollen, haben ja offenbar überhaupt keinen Einblick in den Fall.
Wie schwer kann es schon sein, diese unwissenden Polizisten ebenfalls zu täuschen? Das Ziel? Paul muss vor laufenden Kameras zugeben, dass er in der Nacht von Lindas Tod mit ihr alleine im Haus ist. Paul fühlt sich sicher und tappt in die Falle. The night that Linda passed away, you and Linda were alone. Correct? Right. Was there anybody else in the house? You were in bed. Mm-hmm. No one else in the house. Correct. And then you call 911. After trying. Right. I understand that. But I mean, you call 911. Correct. Damit gesteht Paul Curry unwissentlich, dass er die einzige Person ist, die seine Frau damals hätte töten können. Die Ermittler sind sich sicher, das Rätsel um den Tod von Linda Curry ist endlich gelöst. Ich zückte meine Marke und meinen Ausweis und sagte ihm, mein Name sei Yvonne Schull aus Orange County, Kalifornien. Ich verhaftete ihn wegen Mordes an Linda Curry. Ich ließ ihn aufstehen und legte ihm Handschellen an. Eine Frage bleibt. Wie kommt Paul an das flüssige Nikotin? Die unglaubliche Antwort? Er extrahiert die tödliche Menge Gift wohl selbst aus Zigaretten. Das Nikotin, das man aus Zigaretten extrahieren kann, reicht aus, um einen Menschen zu töten. Die Ermittler glauben, dass Paul Lindas Essen regelmäßig mit flüssigem Nikotin versetzt. Wahrscheinlich variiert er die Dosis, um es so aussehen zu lassen, als würde sie gegen eine langwierige Krankheit kämpfen. 6 Monate nach ihrem zweiten Krankenhausaufenthalt muss er ihr dann eine große Dosis Schlafmittel in die Nahrung gemischt haben. Als sie bewusstlos ist, spritzt Paul ihr eine tödliche Menge Nikotin hinter das Ohr. Die Beweise entsorgt er noch, während sie stirbt. Dann ruft er den Notarzt. Der Anruf in Verbindung mit der vorgegebenen Zeitspanne beweist letztendlich, dass er der Einzige ist, der seine Frau hätte töten können. Im Himmel werde ich sie als erstes fragen, Linda, warum bist du bei ihm geblieben? Warum? Ich will eine Antwort, denn bis heute kann ich mir das nicht erklären. Im September 2014, 20 Jahre nach Lindas Tod, wird Paul Curry des Mordes für schuldig befunden und bekommt lebenslange Haft ohne Bewährung. Er mag oft die klügste Person im Raum sein, aber für den Rest seines Lebens ist dieser Raum eine kleine Gefängniszelle. Kriminaltechnik war der Schlüssel. Ohne die Forensik hätten wir diesen Fall nie lösen können, weil das Nikotin nie entdeckt worden wäre. Paul Curry hat die Wissenschaft unterschätzt. Diese Person, die selbst vorgibt, Wissenschaftler zu sein, unterschätzt die Bedeutung der Wissenschaft auf dem Weg zur Wahrheit. Ein Dreifachmord erschüttert eine Kleinstadt. 3 großartige Jungs sind tot und keiner weiß warum. Der Tatort liefert ungewöhnliche Beweise, aber keine Verdächtigen. Alle waren wie gelähmt, in Schockstarre. Was war passiert und warum? Wer ist zu so etwas fähig? Der Mörder hinterlässt eine merkwürdige Spur, die zeigt, dass ein Hund der beste Freund des Ermittlers sein kann. In 1 Million Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass ein Hundehaufen eine heiße Spur sein könnte. Ländlicher als in Lakeville, Indiana, mit weniger als 1000 Einwohnern, geht es in Amerika kaum. Ich bin dort aufgewachsen. Ein Ort, in dem jeder jeden kennt. Wir sind alle gemeinsam groß geworden. Ein ruhiger, behüteter Ort. Aber Lakeville ist nur wenige Autostunden von Detroit und Chicago entfernt. Und mit den Jahren haben Großstadtprobleme hier Einzug gehalten. Die Zahl der Gewaltverbrechen ist stetig angestiegen. Dazu kommen, sagen wir mal, die üblichen Probleme mit Gang- und Drogenkriminalität. An einem Septembernachmittag im Jahr 2000 will ein Bauunternehmer die Arbeit seiner Angestellten überprüfen, die Teile einer Luxusimmobilie renovieren sollen. Was er vorfindet, erschüttert ganz Lakeville bis heute.
Seine Mitarbeiter sind tot. Alle drei liegen nahe beieinander in einer Scheune. Allen dreien wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Drei Leichen, die Hände mit Klebeband auf den Rücken gefesselt, offenbar hingerichtet. Es müssen mehrere Täter eigentlich gewesen sein. Das schafft normalerweise keiner allein. Es muss irgendeine besondere Motivation gegeben haben, sei es Rache, sei es eine Demonstration. Und dann muss man eben wiederum schauen, was haben diese drei Menschen gemeinsam? Ja? Sind die gemeinsam im Geschäft beteiligt gewesen? Gehören die in der gemeinsamen Gruppierung an? Also in diese Richtung geht das Ganze. Hier haben wir wirklich ein kaltblütiges Vorgehen, ein kalkuliertes Vorgehen der Täter. Ja, und das spricht dann auch eher für so einen Hintergrund der organisierten Kriminalität. Mein Bruder sagte am Telefon, dass auf Papa geschossen wurde. Und ich dachte, eine verirrte Kugel von einem Jäger hätte ihn irgendwie erwischt oder sowas. Ich fragte, okay, wo kann ich ihn besuchen? Er sagte, nirgendwo, er ist tot. Die Opfer sind Wayne Shoemaker, 58, Lynn Ganger, 54 und Corby Myers, 30 Jahre alt. Der 30-jährige Corby Myers ist das jüngste Opfer. Er lebte in Bremen, war verlobt und hatte gerade erst erfahren, dass er Vater wird. Wir reden hier von Arbeitern aus winzigen Ortschaften in der Gegend. Einer ruhigen ländlichen Gegend. Alle standen unter Schock. Niemand kann sich vorstellen, wer zu so etwas fähig ist. Soweit die Polizei das beurteilen kann, haben weder die Opfer noch die Besitzer der Immobilie irgendwelche Feinde. Wer? Wie? Warum? Warum so eine Untat? Das waren hart arbeitende Familienväter. Warum mussten sie so sterben? Die Ermittler entdecken ein mögliches Motiv, als sie vom Schuppen ins Haupthaus gehen. Das ganze Haus wurde durchwühlt, Schubladen herausgezogen und ausgekippt. Alles war durcheinander. Ein unübersichtlicher Tatort. Wir waren mehrere Tage dort, um Fingerabdrücke zu sichern, Beweise zu sammeln, alles zu dokumentieren, was wir finden konnten. Erst im Haus, dann auch in der Scheune. Offenbar steigt der Täter mit einer Leiter durch ein Fenster im ersten Stock ins Haus ein. Da die Hausbesitzer nicht da sind, ist zunächst nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Das Haus ist sehr abgelegen und grenzt an ein riesiges Maisfeld. Wir durchsuchten das Maisfeld nach Schuhabdrücken. Vielleicht war ja jemand durch das Maisfeld geflüchtet, hat die Tatwaffe weggeworfen oder etwas hinterlassen, das eine DNA-Analyse ermöglicht. Aber wir fanden nichts. Wir flogen sogar mit dem Hubschrauber der Bundespolizei darüber. Nichts. Die Ermittler haben kaum Hinweise. Keine Tatwaffe, keinen Verdächtigen, keine Zeugen. Aber Angehörige und Anwohner wollen antworten. Ich will wissen, warum das passiert ist und wer das getan hat. In einer abgelegenen Ecke von Lakeville fand ein Bauunternehmer Mitte September die Leichen von drei Mitarbeitern. Es war surreal. Die ersten paar Tage verbrachte ich mit dem Versuch zu verarbeiten, was passiert war. Und dem Versuch, es meinen Kindern irgendwie zu erklären. Alles scheint auf einen gezielten Mord an den drei Bauarbeitern hinzudeuten. Aber niemand hat auch nur die leiseste Ahnung, wer etwas von ihrem Tod hätte. Ein Raubmord ist unwahrscheinlich. Die Opfer haben noch alle Wertsachen und als die Hausbesitzer zurückkehren, sagen sie der Polizei, dass nur etwas Schmuck fehlt. Wir hatten im Grunde zwei Tatorte. Den Schauplatz der Morde in der Scheune und den des Einbruchs im Haupthaus. In der Scheune stellten wir Holzbretter, Patronenhülsen, Geschossfragmente und Klebeband sicher. Es gibt keine fremden Fingerabdrücke.
Nicht im Haus, nicht in der Scheune, nicht am Klebeband, mit dem die Opfer gefesselt sind. Das ist im Grunde nicht ungewöhnlich. Aus Erfahrung wissen wir, dass oft Handschuhe getragen werden. Und auch hier gehen wir davon aus, dass die Täter Handschuhe trugen. Aber die Gerichtsmediziner stoßen auf Hinweise. Sie finden Projektile in den Leichen, die auf die Tatwaffe schließen lassen. Es war eine 9mm, wahrscheinlich eine Tech-9. Laut den Ballistikern könnte eine Tech-9 solche Kugeln abfeuern. Es handelt sich dabei auch um im industriellen hergestellten Sinn um eine halbautomatische Kurzwaffe, also eine Pistole, die allerdings ihrer Bauform Gang-Style-mäßig eher einer Maschinenpistole sehr ähnlich sieht. Eine Waffe, die oft von Gangmitgliedern benutzt wird. Eine sehr große Pistole, die an automatische Schnellfeuerwaffen erinnert. Mit sehr großem Magazin und einer Art Mündungsabdeckung. Schon rein optisch eine ziemlich imposante Waffe. Allerdings ist es natürlich schon so, dass vor allem jetzt hier bei der vorliegenden Tech-9, die schon eher dem Gang- oder mafiösen Milieu zuzuschreiben ist. Ein Holzlieferant hat die drei Opfer wahrscheinlich als letzter lebend gesehen. Er liefert am Morgen der Morde Bretter auf die Baustelle. Auf einem dieser Bretter findet die Polizei einen Schuhabdruck. Von einem Turnschuh. Dieser passt zu einer weiteren Spur. Auf dem Bürgersteig, am Seiteneingang des Hauses, direkt unter dem Fenster, das die Täter benutzt haben, lag ein Hundehaufen. Die Spurensicherung entdeckte Teile eines Schuhabdrucks im Hundekot. Sie machten Fotos und nahmen Proben für mögliche Tests. Der eingetrocknete Hundekot liefert einen fast perfekten Schuhabdruck. Und der ähnelt stark dem Abdruck, der auf dem Holzbrett hinterlassen wurde. Ein detaillierter Abgleich bestätigt diese Vermutung. Die Abdrücke passen weder zu den Schuhen der Hausbewohner noch zu denen der Opfer. Und die Fundorte beider Abdrücke legen nahe, dass sie von Schuhen stammen, die der Mörder am Tag der Tat trägt. Vor allem der Abdruck unter dem Fenster, durch das eingebrochen wurde, legte das nahe. Es gibt also erste Beweise. Aber keine Verdächtigen. Ein Mörder auf freiem Fuß, das verängstigt die Anwohner und macht die Ermittler äußerst nervös. Es gab berechtigte Zweifel daran, dass wir diesen Fall aufklären können. Ein Anruf bei der Polizei stellt den Fall auf den Kopf. Die Anruferin sagt, dass sie mit einer Kollegin Nachrichten schaut und diese plötzlich sagt, ich weiß, wer es war. Wenn sie das nicht gesagt hätte, wäre der Fall sicher noch ungelöst. Diese Dame hat den Ball wieder ins Rollen gebracht und alles neu sortiert. Der Anruf kommt zu einer Zeit, als die meisten Untersuchungen im Dreifachmord gerade anlaufen. Es gibt keinen Verdacht, wer das getan haben könnte. Dann der Anruf. Eine Frau war am Telefon. Sie sagte, dass sie mit einem Mädchen, das sie gerade einarbeitet, Nachrichten gesehen habe. Das Mädchen sei daraufhin zusammengebrochen und habe gesagt, sie sei schuld daran, was da passiert ist. Das Mädchen ist die 18-jährige Charity Payne und sie spielt eine tragische Rolle in dem Fall. Sie ist die Ex-Freundin eines Jungen, der in dem Haus wohnt, wo die Leichen gefunden werden. Charity sagt aus, dass sie eines Tages ein paar Männer kennenlernt. Sie erzählen großspurig, dass sie zu einer Gang gehören und Häuser in Lakeville ausspähen, um sie auszuräumen. Sie nannten es einen Lick, im Gangjargon so viel wie Raubzug. Ich denke, sie flirtete mit den Männern, die den Teenager irgendwie faszinierten. Später sagt Charity, dass sie es nur für Angeberei hielt und deshalb mitgespielt hat. Ich denke, sie versuchte, sich wichtig zu machen und diese Jungs, die irgendwie in kriminelle Machenschaften verstrickt waren, zu beeindrucken. Charity erzählt der Gang, dass sie das perfekte Objekt zum Ausräumen kenne.
Die Familie ihres Ex sei verreist, das Haus unbewacht und voll mit Wertsachen. Sie sagt, es sei die Gelegenheit, um richtig viel Geld zu machen. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Sie versorgte ihre neuen Freunde mit Informationen über Wertsachen, über die Alarmanlage, den Plan der Putzfrauen und so weiter. Als Charity ihre Aussage macht, wird den Polizisten schnell klar, dass die Gangmitglieder vor Mord nicht zurückschrecken würden. Sie sagte, ihr könnt nicht ins Haus, weil die Putzkraft da ist. Sie sagten, dann töten wir sie halt. Charity Payne weiß nicht viel über die Männer. Drei benutzen Gangnamen, aber der offensichtliche Anführer nicht. Sein Name ist Philip Stroud. Er ist polizeibekannt. Er hat gegen Bewährungsauflagen verstoßen, war mehrfach angeklagt. Eine Anklage wegen versuchten Mordes war gerade wegen Verfahrensfehlern eingestellt worden. Wegen Kokainbesitzes sollte er gerade vor Gericht, als die Morde hier geschahen. Eine Woche nach den Morden finden die Ermittler Stroud bei seiner Freundin. Was sie in ihrer Wohnung entdecken, könnte den Fall lösen. Es gab einen Flur und ein Schlafzimmer. Und ich stand da und sprach mit Philips Freundin. Und als ich nach unten schaute, sah ich zwei Paar Schuhe nebeneinander, ordentlich aufgereiht. Ich fragte, wessen Schuhe das seien. Sie sagte, die einen seien ihre, die kleineren seien ihre. Und dann sagte sie, die anderen Schuhe gehörten ihrem Freund Philip Stroud. Die Ermittler untersuchen das größere Paar. An der Ferse eines Schuhs war offenbar Hundekot. Da waren wir ziemlich sicher, dass diese Schuhe mit der Tat in Verbindung stehen. Ein Vergleich mit den Fotos der Schuhabdrücke vom Tatort zeigt, dass sie zueinander passen. Da die Abdrücke vom Tatort zu schwach sind, reicht die Übereinstimmung nicht als Beweis. Aber eine neue Kriminaltechnik kann möglicherweise helfen. Wir brauchten Experten für Tiergenetik und stießen auf die Davis University in Kalifornien. Die hatte ein Labor für Tiergenetik. Sie fingen allerdings gerade erst an, das Ganze forensisch zu betreiben. Der weltweit erste Fall, der mit Hilfe von Tier-DNA gelöst wird, ereignet sich 1996 in Kanada. Die DNA einer weißen Katze namens Snowball bringt ihren Besitzer mit einem Mord in Verbindung. 1998 verteidigt ein Hund in den USA seine Besitzer und wird dabei verletzt. Seine DNA wird auf der Kleidung des Mörders gefunden. Aber niemand hatte bisher Hundekot als Beweismittel in einem Mordprozess verwendet. Grundsätzlich besitzen Hunde auch Merkmale, die denen der forensischen Marker, die wir bei Menschen untersuchen, ähnlich sind, sodass auch Hundekot entsprechend untersucht und zugeordnet werden kann. Es gibt so ein bisschen das Problem, dass Hundekot aggressiv gegenüber DNA ist, die DNA zerstört, sodass eine Untersuchung manchmal nicht funktioniert, aber grundsätzlich kann das schon funktionieren und zwei Kotproben kann man durchaus über diese entsprechende Untersuchungstechnik einander zuordnen. Im Büro des Staatsanwalts waren alle ganz aufgeregt. Sie hielten das für die beste Idee seit Erfindung der Brotschneidemaschine. Die Ermittler sind sich sehr sicher, dass Philip Stroud und drei weitere Gangmitglieder für den Dreifachmord verantwortlich sind, der den Norden Indianas geschockt hat. Das Hauptbeweismittel ist Hundekot, den einer der Mörder am Schuh hat. Eine mögliche DNA-Quelle? Wir sind das einzige Labor in den USA, das solche DNA-Dienste für Haustiere anbietet. Und immer mehr Menschen, seien es Tierschützer oder jetzt eben auch Staatsanwälte, kommen auf die Idee, mögliche Beweismittel durch uns testen zu lassen. Das Labor vergleicht zwei mögliche Beweisstücke. Den Hundekot mit Fußabdruck vom Tatort und den Hundekot von Philip Strouds Schuh. Können die Forensiker das Material vom Gehweg am Haus mit dem Material an Strouds Schuh in Verbindung bringen? Und passt es zu einem der beiden Hunde, die am Tatort leben?
Da wurde es knifflig. Ich bin zu den Hunden der Hausbesitzer gegangen und brauchte einen Abstrich von der Innenseite der Wangen, um eine DNA-Probe für das Labor zu erhalten. Die Hunde fanden das ziemlich doof. Also ich möchte kein Tierarzt sein. DNA-Profile der Hunde zu erstellen, ist vergleichsweise simpel. Bei ihren Hinterlassenschaften sieht das anders aus. Mit Fäkalien hatten wir noch nicht viel Erfahrung. Fäkalien sind keine einfach zu verarbeitende Substanz, wenn es darum geht, DNA zu gewinnen. Fäkalien, menschliche oder tierische, enthalten keine DNA. Ein genetisches Profil kann trotzdem generiert werden. Die Zellen sind nicht in den Fäkalien, sondern auf der Außenseite. Sie gehen auf die Toilette und die Fäkalien kommen aus ihrem Körper heraus. Die kratzen am Gewebe entlang, das sie verlassen, und von dort kommen die Zellen. Die Probe wird mit einem Enzym behandelt, das die DNA zur Analyse in einer neutralen Flüssigkeit freisetzt. Wir verwenden dieselben Geräte und Methoden wie in einem Labor für menschliche DNA. Wir verwenden etwas andere Reagenzien, um die Bereiche der DNA zu bestimmen, die wir untersuchen wollen. Bei uns eben tierspezifisch und damit etwas anders als die menschenspezifischen. Das Ergebnis? Die DNA-Profile der Hunde, des Hundekots vor dem Haus und des Hundekots an Philip Strouds Schuh stimmen überein. Kein Zweifel, die DNA aller Proben weist auf einen Mann hin. Philip Stroud. Er und seine Gangmitglieder müssen die Mörder sein. Natürlich sieht niemand sein Haustier als möglichen Lieferanten von Beweismitteln an einem Tatort. Das ist das Letzte, woran man denkt, wenn man den kleinen Kerl sieht, wie er mit dem Schwanz wedelt. Wäre Stroud nicht in diesen Hundehaufen getreten, wäre der Fall vielleicht nie aufgeklärt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kot an seinem Schuh nicht vom Tatort stammt, war verschwindend gering. Die Zahlen der Wahrscheinlichkeitsberechnung waren astronomisch. Den Jackpot im Lotto zu knacken, ist nichts dagegen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Stroud und seine Mitangeklagten nur nach Lakeville kommen, um Straftaten zu begehen. Sie sind bewaffnet und als sie durch Zufall auf Charity Payne treffen, bekommen sie alle nötigen Informationen für einen Raub. Die Gang kommt am angeblich verwaisten Haus an. Als sie die drei Arbeiter entdecken, hätten sie einfach wieder gehen können. Aber Philip Stroud trifft die fatale Entscheidung, den Raub durchzuziehen. Die Arbeiter können die Gangmitglieder identifizieren. Ihr Todesurteil. Die drei Männer werden gefesselt und Philip Stroud, das sagen die anderen aus, gibt die tödlichen Schüsse ab. Über eine Leiter gelangen die Männer ins Haus. Dank Charity Payne wissen sie, dass sie den Alarm über das obere Schlafzimmer umgehen können. Mord war aber nie Teil des Plans. Jetzt liegen drei Leichen auf dem Grundstück. Und sie sind verantwortlich. Die Ermittler vermuten, dass die Männer in Panik geraten, das Haus schnell plündern und dann abhauen. Dabei tritt Philip Stroud irgendwann in den Hundehaufen auf dem Gehweg und hinterlässt einen Teilabdruck seiner Schuhsohle. Zum Glück für die Ermittler bemerkt er davon nichts. Die Fäkalien vom Tatort erweisen sich als Fundgrube für forensische Beweismittel und entlarven Stroud als Mörder. Das war ein einzigartiger Fall. Allein schon, weil der entscheidende Beweis, der alles aufgeklärt hat, einzigartig war. Im September 2002 wird Philip Stroud wegen Mordes zum Tode verurteilt. Das Urteil wird nach einem Berufungsverfahren in lebenslänglich umgewandelt. Strouds Mitangeklagte bekommen Gefängnisstrafen von 45 bis 275 Jahren. Meiner Meinung nach gehören alle diese Männer für immer hinter Gitter. Das sind gewalttätige Menschen, Soziopathen. Kein Zweifel, kämen sie jemals frei, würden sie sofort wieder ein Leben als Verbrecher führen und andere Menschen verletzen. Charity Payne ist, wissentlich oder unwissentlich, die Initialzündung für die Morde. Sie sitzt 4 Jahre im Gefängnis. Dieser Fall zeigt deutlich,
dass Spuren, die vor einiger Zeit niemals als Beweismittel gegolten hätten, jetzt zu Verurteilungen führen können. Es ist eine große Genugtuung für uns, dass wir den Beweismitteln die richtige Bedeutung beigemessen und die richtigen Schlüsse gezogen haben. Einzigartig. DNA am Hundekot löst einen Kriminalfall. Jetzt wissen wir, dass das geht. Obwohl Jäger grelle Westen und Mützen tragen, kommt es zu tragischen Unfällen. Das Problem? Herauszufinden, welcher Schuss versehentlich abgefeuert wurde und welcher nicht. In Colorado versuchen die Ermittler mit Hilfe forensischer Metallurgie, einem Stück Schnur und einem Geologen zu klären, ob der Tod eines Mannes Zufall oder kaltblütiger Mord ist. Jedes Jahr strömen Tausende von Großwildjägern in den Uncompahgre-Nationalpark in Western Colorado. Hier gibt es Elche, Rotwild, Bären und Berglöwen. Es ist ein sehr schönes, ziemlich abgelegenes Gebiet. Es ist der zweite Tag der Jagdsaison im Jahr 1995. Duck Kyle sitzt gerade auf seinem Zeltplatz und entspannt sich, als er eine Frau schreien hört. Ihr Mann liegt auf dem Boden in der Nähe ihres gemeinsamen Zeltplatzes. Auf ihn wurde geschossen. Ja, bitte? Ein Mann ist hier oben erschossen worden. Heute? Ja, seine Frau ist hier. Sie dreht durch. Ich sah, dass er tot war. Ich schaute sie an und sagte, es tut mir leid, ihr Mann lebt nicht mehr. Das Opfer ist der 48-jährige Bruce Dodson. Seine Frau Janice hatte angefangen, nach ihm zu suchen, weil er nicht zum Zeltplatz zurückkehrte. Zuerst sagten sie mir, dass es sich um einen Jagdunfall handle. Er ist aufrecht durch 10 cm hohes Gras gegangen. Er trug eine orangefarbene Jagdmütze und ein Gewehr bei sich. Das Einzige, was passiert sein kann, und das nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million, ist, dass jemand im gegenüberliegenden Canyon auf ein Tier geschossen hat und er von einem Irrläufer getroffen wurde. Die Leiche von Bruce wird zur Autopsie an den Gerichtsmediziner Dr. Tom Canfield überstellt. Bruce hat für mich gearbeitet. Er war medizinisch-technischer Assistent im Delta Hospital. Ich kannte ihn sowohl beruflich als auch privat sehr gut. Bei der Autopsie von Schussopfern achten Rechtsmediziner besonders auf die genaue Analyse der Schusswunden. Bei Schussopfern müssen wir natürlich besonders darauf achten, ob es sich bei dieser Schussverletzung um einen Durchschuss handelt. Das heißt, wir schauen, haben wir einen Ein- und einen Ausschuss oder handelt es sich um einen Steckschuss, dann würden wir nur einen Einschuss finden. Oder aber handelt es sich um einen Streifschuss, wo wir weder einen Ein- noch Ausschuss haben. Die Ergebnisse der Autopsie sind alarmierend. Bruce ist nicht nur von einem, sondern von 3 Geschossen getroffen worden. Bei einem Opfer, das mehrere Schussverletzungen aufweist, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir den Schusskanal rekonstruieren können, um zu sagen, wie das Projektil in den Körper eingedrungen ist bzw. dann auch ausgetreten ist. Wir bestimmen den Schusswinkel und wir machen eine Schussentfernungsbestimmung. Das heißt, wir unterscheiden, ob der Schuss aus relativer Nähe abgegeben worden ist oder ob der Schuss aus einer größeren Distanz abgegeben worden ist auf das Opfer. Ich stellte fest, dass es sich um Distanzschüsse handelte. Sie wurden also aus großer Entfernung abgefeuert. Ein Streifschuss geht durch die Weste und verletzt Bruce oberflächlich am Rücken. Der Schuss, der durch die Weste ging, verursachte keine schwere Verletzung. Sehr wahrscheinlich war es der erste, der abgefeuert wurde. Ich glaube, er nahm dann die Weste ab, um zu sehen, was passiert war. Er drehte sich bestimmt in die Richtung, aus der der Schuss kam und rief, hey, ich bin kein Hirsch und auch kein Elch, ich bin hier drüben, nicht schießen. Der zweite Schuss trifft Bruce, als er seine Weste in der Luft schwingt. Die Kugel dringt in den Brustkorb ein und tritt unter dem rechten Arm wieder aus. Womöglich versuchte Mr. Dodson wegzukriechen, als der letzte Schuss fiel. Das dritte, tödliche Geschoss trifft seinen Rücken und wird in der Lunge gefunden. Die Kugel ist stark deformiert. Trotzdem kann es als ein Geschoss Kaliber .243 identifiziert werden.
Der einzige Anhaltspunkt war die Grundform des Geschosses. Janice Dodson jagt ebenfalls bei diesem Ausflug, doch das Projektil stammt nicht aus ihrer Waffe und nicht aus dem Gewehr ihres Mannes. Weder sein eigenes Gewehr noch das von Janice wurden benutzt, um Bruce Dodson zu töten. Finde ich bei einem Opfer drei Schussverletzungen, die aus unterschiedlichen Winkeln abgegeben werden, die möglicherweise noch groß differieren, so ist ein Unfallgeschehen in diesem Fall sehr unwahrscheinlich. Dr. Canfield ist davon überzeugt, dass dies kein Jagdunfall ist. Ich konnte ohne Zweifel und mit medizinischer Gewissheit sagen, dass Bruce an seinen Schussverletzungen gestorben ist und dass es eindeutig Mord war. Doch wer hat die drei Schüsse auf Bruce Dodson abgegeben und warum? Wir wussten nicht, ob wir es vielleicht mit einem Wahnsinnigen zu tun haben, der in den Wäldern wahllos auf Menschen schießt. An einem Zaun in der Nähe der Leiche von Bruce finden die Ermittler einen Hinweis. In einem Pfahl befindet sich ein Einschussloch. Mit Hilfe einer Schnur bestimmen sie die Schussbahn. Wir fingen dort an, wo das Opfer gelegen hat, ungefähr auf der Höhe der Schusswunden, und wir sind von dort aus zurück zum Zaunpfosten gegangen. Dann haben wir diese Linie verlängert, bis zu dem Punkt, von dem der Schuss sehr wahrscheinlich abgefeuert wurde. Inmitten von dichtem Buschwerk, ca. 80 Meter vom Zaunpfahl entfernt, entdecken die Ermittler eine Patronenhülse Kaliber .308. Da eine Kugel aus dem Körper von Bruce wieder ausgetreten ist, suchen die Ermittler in Verlängerung der Schusslinie die Gegend ab, beginnend am Standort von Bruce. Und tatsächlich spüren sie mit Hilfe eines Metalldetektors das entsprechende Geschoss mit Kaliber .308 auf. Am Ende der Schnur lag das Projektil. Das war einfach riesiges Glück. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass es zwei Schützen gegeben hat. Denn ein Geschoss, Kaliber .308, durchdringt den Körper von Bruce. Doch ein anderes, Kaliber .243, tötet ihn. Die forensischen Beweise passten nicht zusammen. Die Analyse der Kugel aus der Leiche deckte sich nicht mit den Beweisen vom Tatort. Weder Bruce noch seine Frau Janice besitzen ein Gewehr, mit dem man eines der beiden Geschosse abfeuern könnte. Nachforschungen ergeben, dass Janice und Bruce Dodson erst seit 3 Monaten verheiratet sind. Bruce sagte, dass Janice diesen Jagdausflug machen wollte. Er hatte eigentlich keine Lust, aber um ihr einen Gefallen zu tun, ging er mit. Die Familie von Bruce ist entsetzt von der Art und Weise, wie Janice sich nach dem Tod ihres Mannes benimmt. Alles, was mein Bruder besaß, warf sie weg, ließ seinen Hund einschläfern, verkaufte sein Pferd und strich seinen Namen vom Briefkasten, und zwar am nächsten Tag. Noch alarmierender ist, dass zum Zeitpunkt des Mordes der Ex-Mann von Janice, J.C. Lee, nur etwa 1200 Meter vom Zeltplatz der beiden entfernt kampiert. Er campte nur etwas mehr als 1 Kilometer vom Zeltplatz der Dodsons entfernt. Dort, wo Bruce Dodson ermordet wurde. Das machte ihn sehr verdächtig und daher beschlossen wir, ihn uns etwas genauer anzusehen. Bei seiner Vernehmung bestätigt Lee, ein Gewehr Kaliber .308 zu besitzen. Allerdings sei es ihm am Abend vor dem Mord aus seinem Zelt gestohlen worden. Das hörte sich für uns ziemlich suspekt an. Dieser Mann behauptet, mir wurde ein Gewehr Kaliber .308 von meinem Zeltplatz gestohlen. Aber ich habe es erst bemerkt, als ich wieder zu Hause in meiner Wohnung in Utah war. Lee gibt zu Protokoll, dass ihm auch ein Teil seiner Munition der Marke Nosler gestohlen wurde. Patronenhülsen genau dieser Marke wurden am Tatort gefunden. Viele Hinweise deuteten auf diesen Mann namens J.C. Lee. J.C. Lee und Janice ließen sich scheiden, weil Lee eine Affäre mit einer Freundin seiner Tochter hatte. Wir dachten, J.C. Lee ist vielleicht eifersüchtig auf Janice, da sie erst vor kurzem Bruce Dodson geheiratet hatte. Vielleicht wollte er sich an ihr rächen. Wir konnten J.C. Lee nicht mit dem Tatort in Verbindung bringen. Und Janice Dodson wiederum nicht mit dem Zeltplatz ihres Ex-Mannes, der etwa 1 Kilometer entfernt war. Ebenso verdächtig ist die Tatsache, dass Janice kurz vor dem Tod ihres Mannes 3 Lebensversicherungen für Bruce abgeschlossen hat.
Sie konnte mit $500,000 rechnen. Das ist ein wichtiges Motiv. Außerdem verhält sie sich nach der Beerdigung ihres Mannes sehr seltsam. Einer seiner letzten Wünsche war es, eingeäschert zu werden und seine Asche in Leadville im Bundesstaat Colorado zu verstreuen. Janice nahm die Asche an sich und als sie in Leadville ankam, hat sie sie einfach am Straßenrand ausgekippt. Janice erzählt den Ermittlern, dass sie zu ihrer Cousine nach Texas fahren will, um dort zu trauern. Doch die Beamten finden heraus, dass sie mit etwas ganz anderem beschäftigt ist. Wir überprüften ihre Finanzen und stellten fest, dass ihre Kreditkarte in Lake City im US-Bundesstaat Louisiana in einem Casino benutzt wurde. Wie kann sie im Osten Texas sein und trauern, wenn gleichzeitig ihre Karte in einem Spielcasino in Louisiana benutzt wird? Noch seltsamer wird es, als Janice nur kurze Zeit nach dem Mord an Bruce Ehemann Nummer 3, Bart Hall, heiratet. Bart Hall war ein netter Kerl. Er sagte, ich habe Janice geliebt und mich um ihr Wohlergehen gesorgt. Deshalb schloss ich kurz nach der Hochzeit eine Lebensversicherung über $100,000 ab. Sie sollte gut versorgt sein, falls mir etwas zustößt. Dave sagte daraufhin zu ihm, Sie gehen doch hoffentlich nicht jagen, oder? Janice Dodson streitet ab, etwas mit dem Mord an ihrem Mann Bruce zu tun zu haben. Ihr Ex-Mann J.C. Lee weist ebenfalls sämtliche Vorwürfe von sich. Doch wer ist der Täter? Janice Dodson behauptet, sie habe nichts mit dem Mord an ihrem Mann Bruce zu tun. Auch ihr Ex-Ehemann J.C. Lee streitet eine Beteiligung an dem Verbrechen ab und präsentiert ein Alibi. Seine Freundin und ein Arbeitskollege bestätigen, dass er zum Zeitpunkt des Mordes mit ihnen auf der Jagd war. Die Ermittler durchforsten Wälder und Wiesen rund um den Ort des Verbrechens. Doch sie können die Tatwaffe, ein Gewehr Kaliber .308, nicht finden. Wir haben in der Gegend sogar die Vegetation abgeholzt und eine relativ große Fläche kahlgeschlagen, um mit Metalldetektoren und dem Auge besser suchen zu können. Da die Gegend jedoch mindestens 6 Monate des Jahres mit Schnee bedeckt ist, geht die Suche nur langsam voran. In den folgenden 3 Jahren zählten Bill Booth und sein Partner Dave Martinez während der Sommermonate im Ancombe Park Ray Nationalpark, um nach dem Gewehr zu suchen. Auf einem ihrer Ausflüge nehmen Booth und Martinez ein Mitglied der Gruppe Nick Research International mit. Diese Organisation, bestehend aus Freiwilligen, sucht mit Hilfe neuester Technologien nach vermissten Menschen und auch nach verschollenen Waffen. Wenn es um die Suche nach Leichen geht, braucht man sehr viele Spezialisten. Und Spezialisten meint hier wirklich Leute, die wirklich am Rand des Randes arbeiten. Da gibt es nur ganz wenige von. In der Gruppe NecroSearch, da haben sich Leute so netzwerksartig zusammengetan. Jeder ist ein Spezialist für ein Fachgebiet, was dabei helfen kann, eine Leiche zu finden oder halt auch bei der Tataufklärung zu helfen. Allerdings braucht man fast nie alle davon. Da gibt es also dann sowohl den Insektenexperten, als auch den, der das Bodenradar gut benutzen kann, als auch den, der weiß, wie man die Knochen richtig aus der Erde holt, ohne sie dabei zu beschädigen. Auch in einem Teich in der Nähe von J.C. Lees Zeltplatz suchen sie nach dem Gewehr. Als wir an diesem Teich in der Nähe des Zeltplatzes von ihrem Ex-Mann standen, erkannte ein Mitglied von Neck Research International, dass sich am Ufer und auf dem Grund des Teiches bentonithaltiger Lehm befand. Und er sagte, nun, das ist ganz schön ungewöhnlich, dass man mitten im Uncompahgre Pagre Nationalpark Bentonit in einem Weiher findet. Bentonit kommt vor allem in Lagerstätten vor. Wirtschaftlich bedeutsame Lagerstätten gibt es also zahlreiche. Und das Material wird industriell gewonnen, wird beispielsweise eingesetzt beim Teichbau als Isolierungsschicht und ja, ist sonst eigentlich nicht immer in der Natur zu finden oder nur in sehr, sehr geringer Spur. Der Bentonitfund bringt sie auf eine Idee. Sie erinnern sich, dass die Kleidungsstücke von Janice Dodson an dem Tag des Mordes voller Schlamm gewesen sind. Die verdreckte Kleidung liegt mit all den anderen Beweisen immer noch in der Asservatenkammer. Jacqueline Battles kratzt daher ein wenig von dem Schlamm ab und zermalt ihn zu feinem Pulver. Dann siebt die Chemikerin die Proben, wiegt sie und untersucht sie anschließend unter einem Polarisationsmikroskop.
Der Schlamm von Genesis Kleidung enthält Bentonit. Dr. Burkhard Lühr ist Obergeologierat beim Geologischen Dienst in Nordrhein-Westfalen und vertraut mit den Charakteristika verschiedenster Erdproben. Bentonit ist ein spezieller Ton, und zwar enthält er besonders viele quellfähige Tonminerale. Darüber hinaus noch verschiedene Spurenminerale, will ich mal sagen, die man als eine Art Verunreinigung betrachten kann, aber die für einen Bentonit durchaus charakteristisch sind. Bentonit ist ein lehmähnliches Material, in dem Minerale wie Aluminiumsilikat, Magnesium und Eisenoxid enthalten sind. Farmer benutzen Bentonit als Dichtungsmaterial, um die Trinkplätze für die Tiere, die natürlichen Wasserlöcher, abzudichten, damit das Wasser nicht einfach versickert. Der bentonithaltige Schlamm an der Kleidung von Janice ist identisch mit der Probe, die aus dem Teich hinter dem Zeltplatz ihres Ex-Mannes genommen wurde. Jacqueline Battles untersucht weitere Erdproben von anderen Teichen im Nationalpark. Doch sie findet keine weitere Übereinstimmung. Nach Analyse aller Proben, die aus drei Teichen und einem Sumpf eingereicht wurden, war klar, dass Bentonit hier nicht weit verbreitet ist. Im Gegenteil, es war nur in diesem einen Teich zu finden. Und die Probe aus dem Teich stimmte mit dem Lehm überein, der an ihren Stiefeln gefunden wurde. Die mikroskopische Zusammensetzung von Bentoniten variiert durchaus sehr stark. Und zwar je nach Herkunft, nach Lagerstätte. Und nach einer differenzierten Analyse kann ich durchaus sagen, aus welcher Lagerstätte diese Probe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stammt. Wir waren begeistert, denn jetzt konnten wir belegen, dass sie gelogen hatte und dass sie in der Gegend gewesen war, in der die Mordwaffe gestohlen wurde. Die Ermittler sehen in dem Ergebnis der Schlammanalyse den Beweis dafür, dass Janice das Gewehr ihres Ex-Mannes gestohlen hat, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Wir konnten Janice Dodson mit dem Zeltplatz ihres Ex-Mannes in Verbindung bringen, aber nicht umgekehrt. Vielleicht wollte Janice zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. J.C. Lee und John Bruce Dodson. Wir wissen nicht, was sie mit J.C. Lee vorhatte. Persönlich glaube ich, dass er auf die Nase fallen und der Sündenbock für Janice sein sollte. Doch eine wichtige Frage ist unbeantwortet. Ein Geschoss Kaliber .308 hat Bruce Dodsons Körper durchdrungen. Aber die Kugel, die in seiner Lunge gefunden wurde, hat Kaliber .243. Woher stammt dieses Geschoss? Dieser Fall war extrem verzwickt. Es gab ein Problem nach dem anderen. Auch drei Jahre nach dem Mord an Bruce Dodson wissen die Ermittler nicht, warum ein Kaliber .243-Geschoss in seiner Lunge gefunden wurde, wenn offensichtlich eines Kaliber .308 zum Tod geführt hatte. Als Bill Booth ein Waffenmagazin durchblättert, findet er die Antwort. Er sieht eine Anzeige für ein Kaliber .308-Geschoss der Marke Nosler. Das Bild zeigt den kleinen, inneren Kern des Projektils, der erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Geschoss hat, welches in Bruce Dodsons Lunge gefunden wurde. Als ich mir die Abbildung von dem Querschnitt ansah und mich an die Kugel erinnerte, die wir aus Bruce Dodsons Lunge entfernt hatten, sahen sie nahezu gleich aus. Bei dem im Körper gefundenen Projektil handelte es sich also um den Kern des Geschosses. Da es vorher durch ein Objekt gedrungen ist, war es sehr gut möglich, dass die äußere Kupferhülle durch den Widerstand abgestreift wurde und nur der Kern weiter vorgedrungen war. Es war wie eine Offenbarung für ihn. Ich glaube, er sagte, das ist es. Er stand auf, ging in ein Sportgeschäft und kaufte einige dieser Kugeln. Zu Hause schnitt er sie in seiner Garage auf und sagte, das muss es sein. Viele Bleigeschosse werden aus aufbereiteten Autobatterien hergestellt, die Spuren verschiedenster Elemente enthalten. Eine forensische Metallurgin vom FBI analysiert den inneren Bleikern des Projektils aus der Leiche von Bruce mithilfe atomarer Plasma-Emissionsspektrometrie. Die Ergebnisse werden mit denen des am Tatort gefundenen Geschosses verglichen. Sie hat das Projektil auf etwa 6 oder 8 Spurenelemente untersucht und der Vergleich brachte eine Übereinstimmung. Das bedeutet, beide Geschosse stammen aus der gleichen Serie.
Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Geschosse, eins gefunden im Opfer und eins im Gebüsch, aus derselben Serie stammen, aber nicht zur gleichen Zeit in einer Schussfolge abgefeuert wurden, ist sehr gering. Die Staatsanwälte vermuten, dass Janice Dodson den Mord an ihrem Mann zeitgleich mit ihrer Hochzeit plant. Sie wählt einen Zeltplatz aus, von dem sie genau weiß, dass er sich in der Nähe der Stelle befindet, an der ihr Ex-Mann seit über 20 Jahren jeden Sommer kampiert. Dann, so glauben die Staatsanwälte, macht Janice sich irgendwann vorsichtig zum Zeltplatz ihres Ex-Mannes auf und wartet dabei durch den Teich, um nicht gesehen zu werden. Während der Abwesenheit ihres Ex-Mannes stiehlt sie sein Gewehr der Marke Remington und die passende Munition Kaliber .308. Aber Janice ahnt nicht, dass der Schlamm an ihren Stiefeln und ihrem Overall sie mit dem Diebstahl in Verbindung bringen könnte. Am nächsten Tag geht sie allein auf die Jagd. Ihre Beute ist diesmal ihr Ehemann. Janice versteckt sich im Gebüsch und wartet darauf, dass Bruce an ihr vorbeikommt. Dann schießt sie. Der erste Schuss streift ihn nur. In Panik zieht Bruce seine Weste aus und warnt damit den Schützen. Der zweite Schuss dringt in seine Brust ein und tritt unter der rechten Achselhöhle wieder aus. Er fällt zu Boden. Das dritte Geschoss trifft den Zaunpfahl. Dabei wird der äußere Kern des Projektils abgestriffen. Erst dann dringt die Kugel in das Opfer ein und tötet es. Doch versehentlich hinterlässt Janice eine der Patronenhülsen. Das Gewehr versteckt sie in der Wildnis, bevor sie nach Hilfe ruft. Wo sie es verschwinden lässt, bleibt ein Rätsel. Wenn die mutmaßliche Täterin ein besserer Schütze gewesen wäre und Mr. Dodson mit einem Schuss getötet hätte, wäre das Ganze wahrscheinlich niemals als Mordfall untersucht worden. Wir hätten dann nicht nach Geschossfragmenten gesucht oder eine Schlammanalyse machen lassen. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass Habgier das Motiv für die Tat ist. Ich glaube, dass sie ihn in der Absicht geheiratet hat, seine Finanzen aufzupeppen und ihn dann umzubringen. Kaltblütiger geht's eigentlich nicht. Sie hätte ihre Rache bekommen. Sie wäre Bruce Dodson losgeworden, hätte $500.000 erhalten und außerdem J.C. Lee hinter Gitter gebracht. Und sich an ihm dafür gerecht, dass er sie für die Freundin der Tochter verlassen hat. Das war ein hervorragender Plan, der nicht funktioniert hat. 5 Jahre nach dem Tod ihres Mannes steht Janice Dodson wegen Mordes vor Gericht. Dieser Fall wurde auf forensischen und metallischen Beweisen aufgebaut. 3,5 Tage beraten sich die Geschworenen, bis sie ihre Entscheidung fällen. Sie befinden Janice Dodson des vorsätzlichen Mordes für schuldig. Janice wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Als das Urteil im Gerichtssaal gesprochen wurde, bekam ich weiche Knie. Und alles, was ich noch machen möchte, wozu ich nie die Chance hatte, ist, mich bei den Geschworenen für ihre Arbeit zu bedanken. Den Ermittlern und forensischen Experten, die an diesem Fall gearbeitet haben, ist klar, dass Janice Dodson nur einen kleinen Schritt davon entfernt war, den perfekten Mord zu begehen. Janice hat wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass die Erde an ihren Stiefeln und auch an ihrer Kleidung eine Schlüsselrolle bei ihrer Verurteilung spielen würde. Bruce war während dieser Ermittlung immer in unseren Gedanken und ich glaube, er hat seine Gerechtigkeit bekommen. Ohne die forensische Wissenschaft wäre Janice Dodson noch auf freiem Fuß. Sie hat Bruce Dodson kaltblütig ermordet. Er hatte keine Chance. In meinen Augen ist sie nicht mehr als eine habgierige Meuchelmörderin. Seit über 10 Jahren vernichten verheerende Feuer in Südkalifornien immer wieder Geschäfte und Privathäuser. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet, doch es gibt kaum Beweise. Wichtigster Anhaltspunkt ist ein Roman, der mehrere Feuersbrünste beschreibt. Und diese haben erschreckende Parallelen zu den reellen Bränden. Wie ist es möglich, dass der Autor Informationen besitzt, die bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind? South Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein nur knapp 8 Quadratkilometer großer Ort und liegt nördlich von Hollywood.
Am Abend des 10. Oktober 1984 bereiten sich die meisten Einwohner auf das World Series Baseball-Spiel zwischen den San Diego Padres und den Detroit Tigers vor. Jim Obden, zum damaligen Zeitpunkt 19 Jahre alt, arbeitet als Kassierer in Olis Bauladen. Ich dachte, warum ist hier so wenig los? Und dann fiel mir ein, heute ist ja das Baseballspiel. Ich war froh, dass es so ruhig im Laden war. Plötzlich gegen 7 Uhr hört Jim eine Notfalldurchsage über die Lautsprecheranlage. Er sieht nach, was los ist. Ich ging in den vorderen Teil des Ladens und sah eine riesige Rauchsäule. Jim läuft in die Eisenwarenabteilung und versucht, die Kunden zum vorderen Ladenausgang zu bringen. Ich schaute in einen der Seitengänge und lief hinein, aber dann bemerkte ich eine Wand aus Flammen vor mir. Ich fühlte mich vom Feuer eingeschlossen und wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Dann geht das Licht aus und Jim kann niemanden mehr sehen. Jeder im Laden sucht verzweifelt nach einem Notausgang. Die erste Einheit, die bei Olis ankam, sah eine Rauchsäule vom Dach aufsteigen. Der damalige Brandmeister war nicht sicher, mit was für einem Brand sie es zu tun hatten. Er war sich der Größe des Feuers nicht bewusst. Innerhalb kürzester Zeit wird aus dem Feuer ein schreckliches Inferno. Jim Obden kommt nur knapp mit dem Leben davon. Meine Ohren waren angesenkt, der linke Arm verbrannt. Ich erinnere mich, als ich aus dem Laden kam, habe ich meine Haut angefasst und sie ist einfach abgefallen. Vier andere Menschen haben nicht so viel Glück. Er war eingeschlossen. Er ist tot. Das ist alles, was wir wissen. Ihr Sohn, Ihr Enkelsohn? Mein Enkelkind. Im Januar wäre er 3 Jahre alt geworden. Matthew Troidel ist das jüngste Opfer. Seine Großmutter Ada Deal und zwei Angestellte Jimmy Cetina und Caroline Krause kommen ebenfalls in den Flammen um. Als das Feuer gelöscht ist, suchen die Ermittler in den Trümmern nach Hinweisen. Wie bei jeder Brandermittlung muss man als erstes den Ursprungsort finden. Man kann nicht feststellen, wodurch das Feuer ausgelöst wurde, wenn man nicht weiß, wo es angefangen hat. Die genaue Lage des Brandherdes ist eine schwierige Aufgabe festzustellen. Meist kann man erkennen an den stärksten verbrannten Objekten, dass dort der Brand am ersten ausgebrochen war. Man kann auch häufig feststellen, dass dort noch Reste der eigentlichen Zündursache, defektes Elektrokabel oder was ähnliches, dass man das feststellt. Aber die genaue Feststellung ist ein sehr aufwendiger Prozess, der auch nicht immer zu einem Erfolg führt. Die Ermittler können keine Ursache für das Feuer finden. Wenn man an den Schauplatz einer Brandstiftung kommt, findet man normalerweise einen Haufen Müll und steht manchmal sogar bis zu einem Meter im Wasser. Es ist dann extrem schwer, den Auslöser zu finden. Die offizielle Erklärung lautet, das Feuer war ein Unfall. Doch John Orr, Ermittler für Brandstiftungen der Glendale-Feuerwehr, ist ganz anderer Meinung. Er hat das Feuer mit eigenen Augen gesehen und Fotos gemacht. Wenige Tage nach dem Brand traf sich John mit Karen Barry. Sie ist die Schwägerin von einem der Opfer. Ihr gegenüber sagte er, dass es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handelte. John Orr glaubt, der Ursprung des Feuers waren Gartenmöbelkissen aus Polyurethanschaum, einem hochbrennbaren Material. Kurz darauf gehen weitere Häuser in Flammen auf und es besteht kein Zweifel mehr, dass ein Brandstifter am Werk ist. 2 Monate nach dem Brand in Olis Laden kommt es zu einem weiteren verdächtigen Feuer in einer anderen Filiale der Baumarktkette. Dieses Mal gibt es keine Diskussion. Es ist definitiv Brandstiftung. Der Brand wurde in der Schaumstoffabteilung gelegt. Aus dem 150 Kilometer entfernten Bakersfield werden ebenfalls mehrere rätselhafte Feuer gemeldet. Einer der Brände ruiniert eine Kraftmart-Filiale. Auch Brandermittler Marvin Casey ist vor Ort. Kraftmart ist ein Laden für Kunsthandwerker. Sie verkaufen Schaumstoffmatten und getrocknete Pflanzen für Blumenarrangements.
An diesem Tatort finden die Ermittler ihren ersten wirklichen Hinweis in einem Behälter mit getrockneten Blumen. Ich sah in den Behälter und fand ein Stück gelbes, liniertes Papier, das den Brandsatz verstecken sollte. Er bestand aus drei Streichhölzern, die um einen Zigarettenstummel gewickelt und mit einem Gummiband befestigt waren. Diese Art Zünder brennt sehr langsam und gibt dem Brandstifter genügend Zeit, um rechtzeitig zu verschwinden. Die Zigarette brennt herunter und entzündet schließlich den Schwefel am Ende der Streichhölzer und dann hat man sofort eine starke Flamme. Am selben Tag kommt es zu einem weiteren Brand in einem nahegelegenen Stoffladen. Hier bricht das Feuer in einem Regal mit Kissen und Schaumstoff aus. Es war ziemlich offensichtlich, dass wir es mit einem Pyromanen zu tun hatten. In Fresno und Tulare, nördlich von Bakersfield, werden ebenfalls Feuer gelegt. Auch hier finden die Ermittler einen Brandsatz. Es handelt sich um die gleiche Zündvorrichtung wie in dem Kunsthandwerksladen. Als Casey die Daten und Zeiten dieser Brände noch einmal überprüft, fällt ihm eine beunruhigende Übereinstimmung auf. Sie liegen alle entlang des Highway 99 und finden genau zu dem Zeitpunkt statt, als sich eine Gruppe von Brandermittlern in Fresno zu ihrem jährlichen Kongress trifft. Das hat bei mir sofort Alarm ausgelöst. Vielleicht war es einer von uns, der diese Brände legte. Wenn man den Serienbrandstifter fokussiert, sind immer wieder eine ganze Reihe von Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen zu beobachten, die auf etwa 75% der Täter zutreffen. Beispielsweise männlich, zwischen 20 und 40. Menschen, die sozial vereinsamt sind, die sich in sozialen Dialogabläufen nicht zurechtfinden, die auch als Schul- und Berufsversager gelten und die auch häufig wegen kleinerer Delikte wie Diebstahl, Betrug oder auch Verkehrssachen auffällig geworden sind. Marvin nimmt sich die Liste mit den 300 Teilnehmern des Kongresses vor und grenzt sie auf 55 Personen ein. Ausschlaggebend dafür ist das Verhältnis vom Wohnsitz der jeweiligen Person zum Veranstaltungsort. Diese 55 Personen hatten alle eins gemeinsam. Sie besuchten den Kongress, waren alleine unterwegs und mussten auf ihrem Weg über den Highway 99 durch Bakersfield fahren. Als Casey seinen Vorgesetzten erzählt, dass einer dieser 55 Experten der Serienbrandstifter sein könnte, wird er ignoriert. Ich wurde wegen meiner Theorie, dass ein Brandermittler die Feuer gelegt haben könnte, wie ein Aussätziger behandelt. Niemand, wirklich niemand, glaubte, dass Casey auf der richtigen Spur sein könnte. Und so kam es, dass ich mich auf Kongressen mit niemandem über diese Theorie unterhalten konnte. Denn keiner war meiner Meinung. Keiner wollte mir zuhören. Doch vielleicht hätten sie genau das tun sollen. Der sichergestellte Brandsatz wird für eine Analyse an die Behörde für Alkohol, Tabak und Schusswaffen geschickt, kurz ATF. Es handelt sich um ein Stück gelbes liniertes Papier, das, ordentlich zusammengefaltet, eine Zigarette und einige Streichhölzer enthält. Die Fingerabdruckexperten versuchen mithilfe von Ninhydrin, mögliche Abdrücke sichtbar zu machen. Ninhydrin ist eine flüssige Chemikalie, die mit den Rückständen des Fingerabdrucks, also den Aminosäuren, auf dem Papier reagiert. Normalerweise dauert es einen Tag, bis die Substanz getrocknet ist. Erhitzt man das Ganze, wird der Trocknungsprozess beschleunigt. Wie durch ein Wunder finden die Ermittler tatsächlich einen Teilabdruck. Fingerabdrücke können vorhanden sein oder auch nicht. Wenn man jedoch einen Fingerabdruck findet und dieser identifizierbar ist, dann muss man sagen, haben die Analytiker und auch die Ermittler sehr viel Glück gehabt. Farbe und Linien des Papiers machen den Abdruck unklar. Um weitere Details hervorzuheben, fotografieren die Kriminologen den Fingerabdruck mit einem speziellen Filter. Der Filter verstärkt nicht nur den Abdruck, sondern hebt auch die Rillen, aus denen der Abdruck gebildet wird, besser hervor. Und er eliminiert die Hintergrundfarbe, damit man das Muster besser erkennen kann. Der Abdruck wird in das computergestützte Programm AFIS eingegeben, dem automatisierten Fingerabdruck-Identifikationssystem.
In dieser Datenbank sind die Fingerabdrücke verurteilter Krimineller enthalten. Doch es gibt keine Übereinstimmung mit den gespeicherten Daten. Marvin Casey bittet die Behörde, diesen Fingerabdruck mit den Abdrücken der 55 Personen seiner Liste vergleichen zu dürfen, die den Kongress besucht haben. Doch sein Antrag wird abgelehnt. Sie fanden, es waren zu viele Namen, die für die Analyse an zu vielen Stellen hätten eingereicht werden müssen. Caseys Ermittlungen enden in einer Sackgasse. Zwei Jahre später kommt es zu einer weiteren Serie von Ladenbränden. Diesmal liegen die betroffenen Städte alle am Highway 101. Als Casey die Daten der Brände untersucht, fällt ihm auf, dass sie zeitlich wieder mit einem nahegelegenen Kongress von Brandermittlern zusammenfallen. Auf der Liste stehen die Namen von 10 Personen, die auch schon beim ersten Kongress als Teilnehmer dabei waren. Ich war aufgeregt. Ich dachte, jetzt haben wir etwas in der Hand. Er überredete die Leute vom ATF, diese Namensliste mit ins Labor zu nehmen, heimlich die Fingerabdrücke dieser Personen einzuholen, um sie dann mit dem gefundenen Abdruck zu vergleichen. Doch es kam zu keinem positiven Ergebnis. Es gibt keinen einzigen Treffer. Marvin Casey kann es nicht glauben. Das war sehr entmutigend. Ich war mir so sicher, dass wir mit diesen 10 Namen von der Liste weiterkommen würden. Zwei weitere Jahre vergehen, bis der Brandstifter wieder zuschlägt. Jetzt setzt er Dutzende von Läden in der Gegend rund um Los Angeles in Brand und verursacht Schäden in Millionenhöhe. Special Agent Michael Metassa vom ATF leitet die Ermittlungen. Die Brände wurden tagsüber in Einzelhandelsgeschäften während der normalen Öffnungszeiten gelegt. Michael Metassa hört von Caseys kontroverser Theorie, dass ein Brandermittler der Täter sein soll. Und er erfährt von dem auf dem Brandsatz gefundenen Fingerabdruck. Metassa bittet das Polizeibüro in Los Angeles, den Abdruck zu analysieren. Sie vergleichen ihn mit sämtlichen Fingerabdrücken der Menschen, die dort arbeiten oder sich um einen Job beworben haben. Und tatsächlich gibt es einen Treffer. Ich war sprachlos. Ich konnte es nicht glauben. Der Abdruck stimmt mit dem linken Ringfinger von John Leonard Orr überein. Er ist Brandermittler bei der Feuerwehr in Glendale, Kalifornien. John Orr wollte schon immer Polizist in Los Angeles werden. Er bewarb sich 1981 und bestand alle Prüfungen, bis auf den körperlichen Eignungstest. Daraufhin bewirbt er sich bei der Feuerwehr von Los Angeles, doch auch hier kann er die physischen Voraussetzungen nicht erfüllen. Er war körperlich nicht fit genug, und das war die größte Enttäuschung in seinem Leben. John nimmt alle möglichen Jobs an, bis er schließlich eine Anstellung bei der Feuerwehr von Glendale bekommt. Der Job bei der Feuerwehr in dieser Gegend von L.A. war schlecht bezahlt. Aber er stieg schnell auf und wurde erst Brandermittler und schließlich auch Brandmeister. John Orr ist eine der 10 Personen auf Caseys Liste, die an beiden Kongressen teilgenommen haben. Bei der ersten Fingerabdruckanalyse wurde er allerdings übersehen. Der Abdruck bringt Orr nur mit einem der Brände in Verbindung. Anstatt ihn wegen des einen Brandes zu verhaften, für den er wahrscheinlich nur eine geringe Strafe bekommen hätte, entschlossen wir uns weiter zu ermitteln. Wir wollten versuchen, ihn mit all den Bränden in Verbindung zu bringen, die dieselbe Handschrift trugen. Die Ermittler entscheiden sich, Johns Aufenthaltsorte zu verfolgen, indem sie einen Apparat namens Teletrack in seinem Auto anbringen. Das Ortungsgerät ist etwa so groß wie eine Videokassette. Man kann es überall am Auto anbringen. Das Teletrack-System nutzt ein Netz von Telekommunikationsmasten. Dieses überträgt Signale an den schnurlosen Apparat, der am Auto angebracht ist. Es hat einige Vorteile im Vergleich zum Bodenradar. Der einzige Nachteil dieses GPS ist, wenn man sich in einer Garage aufhält oder das Signal der Antenne zum Himmel blockiert ist.
dann wird es schwierig, ein gutes Signal zu bekommen. Aber man muss nicht zwangsläufig unter freiem Himmel sein. Am 22. November 1991 um 15.30 Uhr wird John Orr mittels des Teletrack-Systems in der Nähe der Warner Studios in Burbank geortet. Am Set einer Fernsehsendung bricht ein Feuer aus. Interessanterweise fährt Orr sofort nach Hause und erhält dort den Anruf der Telefonzentrale vom Feuerwehrhauptquartier. Der Mann in der Telefonzentrale gibt ihm jedoch versehentlich die falsche Adresse. Wir konnten auf dem Ortungsgerät sehen, wie er sein Haus verließ und zur ersten falschen Anschrift unterwegs war, dann aber doch zur richtigen Adresse fuhr. Mit dieser Information konnten wir ihn nicht als Urheber des Brandes überführen, aber wir wussten, er durfte nicht länger frei herumlaufen. Ein Durchsuchungsbefehl erlaubt den Ermittlern, sein Haus unter die Lupe zu nehmen. In seiner Aktentasche fanden wir Zigaretten, Streichhölzer und Gummibänder, also die gleichen Materialien, die für die Brandsätze benutzt wurden. Und in seinem Auto lag gelbes, liniertes Papier. John Orr bestreitet, dass die gefundenen Sachen von Bedeutung sind, und er behauptet, es handle sich nicht um seinen Fingerabdruck, der auf dem Brandsatz gefunden wurde. Ich habe nie einen Brandsatz gelegt, außer bei Übungen. Die Beamten stoßen auf Hinweise, die belegen, dass John die Brände lange im Voraus plant. Auf einem selbstgedrehten Video ist die Nahaufnahme eines schönen Hauses in den Bergen von Kalifornien zu sehen. Es gibt weitere Videoaufnahmen desselben Hauses 18 Monate später, als es in Flammen steht. Er besaß sogenannte Vorher-Nachher-Bilder von den Bränden und Aufnahmen vom Feuer, als es gerade losging, bevor die Löschwagen da waren. Einige sagten, er fotografierte die Brände, um die Geschehnisse noch einmal zu durchleben. So wie Serienmörder ihre Opfer fotografieren, damit sie sich die Tat später ansehen und dadurch das Ganze ein weiteres Mal erleben können. In seinem Haus wird auch das Manuskript für ein Buch beschlagnahmt, an dem er schreibt. Es handelt von dem fiktiven Feuerwehrmann Aaron Stiles, der zum Brandstifter wird. Die Übereinstimmungen zwischen dem Buch und den wahren Verbrechen sind so groß, dass es kein Zufall sein kann. Die Hauptperson des Buches benutzt verzögernde Zündsätze und legt Brände in Einzelhandelsgeschäften auf dem Weg zu einem Kongress von Brandermittlern. Er beschreibt, wie er mehrere Brände gleichzeitig setzt, um die Feuerwehrmänner zu verwirren und sie von einem Ort zum anderen zu schicken, damit er da sitzen und zusehen kann, wie eines der Feuer immer größer wird. Das Buch schildert auch einen Brand in einem Baumarkt, ähnlich dem Vorfall in South Pasadena, bei dem 4 Menschen ums Leben kommen. Eines der Opfer ist in diesem Buch ein kleiner Junge namens Matthew. Er trägt denselben Namen wie der 2-jährige Junge, der im echten Feuer ums Leben gekommen ist. Die Todesfälle belasteten sein Gewissen nicht. Es war ja nicht sein Fehler, sondern die Leute haben sich dumm verhalten. Joseph Wambo schreibt ein Buch über diesen Fall mit dem Titel Fire Lover. Ich glaube, es gibt keinen besseren als John Orr, der die Psyche eines Serienbrandstifters beschreiben kann. Die Macht, die Aufregung, der Nervenkitzel, der diese Menschen motiviert. In seinem Buch Points of Origin erklärt sein Brandermittler, das Feuer wird zur Geliebten, zur Mätresse. Ich habe den Titel meines Buches von diesen Worten abgeleitet. Fire Lover. So hört es sich für mich an. Meine Mätresse, meine Geliebte, das Feuer. John Orr wird in mehreren Fällen der Brandstiftung angeklagt und für den Tod von 4 Menschen verantwortlich gemacht. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten John Leonard Orr des vorsätzlichen Mordes für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. In den 10 Jahren vor Johns Verhaftung gab es jährlich ca. 67 Waldbrände in den Hügeln bei Glendale, Burbank und Pasadena. Sehr große Brände.
Nach Johns Verhaftung fiel die durchschnittliche Zahl der Feuer in der gleichen Gegend von 67 auf 1. Ich glaube, dass er in den letzten 30 Jahren über 2000 Brände gelegt hat. Es wird vermutet, dass John Orr der aktivste Brandstifter des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Seiner langen Karriere wird erst mit Hilfe eines Stück verkohlten Papiers und durch die unnachgiebige Arbeit der Ermittler ein Ende gesetzt. Peter und Patty Wolasik leben in der Kleinstadt Guilford im US-Bundesstaat New York. Guilford ist eine wunderschöne, ruhige Gemeinde. Es ist ein kleiner, historischer Ort. Die Hauptattraktion ist ein wunderschöner See. Es gibt auch viele Wochenendhäuser und ein großes Revier für die Rotwildjagd. Die Wolasiks sind beliebt in Guilford. Peter besitzt eine der örtlichen Bars, Patty arbeitet als Krankenschwester im Ort. Sie hat viel Spaß daran gehabt und ihrem Leben einen Sinn gegeben. Das einzige Problem sind Pattys Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer. Auf einer Skala von 1 bis 10 wäre sie eine 9. Ihr einziger großer Fehler war das Trinken. Das war alles. Ansonsten war sie absolut perfekt. Sie ging viel aus und bekam so ihre Probleme. Doch sie war eine starke Persönlichkeit und wurde mit diesen Dingen fertig. Sie ging beispielsweise zur Schule, um ihren Abschluss zu machen. Am 3. April 2002 arbeitet Patty im Krankenhaus in der Schicht von 15 bis 23 Uhr. Als sie nach Hause kommt, ist Peter da, die Kinder jedoch nicht. Aus irgendeinem Grund hatte meine Frau an diesem Abend vergessen, die Kinder von der Tagesmutter abzuholen. Er beschrieb es als Fehler oder Missverständnis. Offensichtlich dachte sie, Mr. Wolasik hätte die Kinder abgeholt und er ging davon aus, sie hätte es getan. Die beiden steigen in ihren Truck und fahren zum Haus der Tagesmutter. Auf dem Weg dorthin versucht Patty, ihre Zigarette aus dem Fenster zu werfen. Die Zigarette flog zurück in die Fahrerkabine. Die Aufmerksamkeit beider war auf das Fenster gerichtet, aus dem die Zigarette fliegen sollte. Als beide wieder auf die Straße sehen, steht ein Reh vor ihnen. Patty versucht auszuweichen, verliert die Kontrolle über den Wagen und fährt in den See. Peter behauptet, dass er nicht in der Lage war, seine Frau aus dem Auto zu retten. Ich konnte sie nicht halten. Oft habe ich mir gewünscht, mehr Kraft zu haben. Ich wünschte, ich hätte sie nach oben ziehen können. Peter läuft zu einem nahegelegenen Haus und holt Hilfe. Taucher ziehen Patty vom Boden des eiskalten Sees. Sie wird mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte können sie nicht retten. Ich wollte nicht mehr leben. Ich konnte mir nicht vorstellen, ohne sie weiterzumachen. Ich glaube, der Grund, weshalb ich mich nicht umgebracht habe, war, weil entweder sie oder Gott zu mir gesprochen hat. Toxikologische Untersuchungen ergeben, dass Patty Alkohol im Blut hatte, allerdings im legalen Bereich. Sie hatte alkoholische Getränke zu sich genommen, für eine Frau ihrer Größe in etwa 3 Drinks in den letzten 1-2 Stunden. Einen Tag nach dem Unfall führt Dr. James Terzian die Autopsie an Patty Wolasik durch. Sie hatte Abschürfungen, Prellungen, Kratzer und Blutergüsse im Gesicht, an der Innenseite der Oberlippe und den Schultern. Das waren die oberflächlichen Verletzungen. Zudem hatte sie winzige petechiale Blutungen an der Oberfläche ihrer Lungen. Diese Blutungen können beim Ertrinken entstanden sein. Merkwürdig ist jedoch, wie wenig Wasser in Pattys Lungen ist. Man muss nicht unbedingt Wasser in den Lungen haben, wenn man ertrinkt. Denkbar ist auch, Wasser in die Lungen zu bekommen, wenn der Leichnam nach dem Tod ins Wasser gelegt wird. Erneute Labortests bestätigen, Patty hatte Alkohol getrunken. In seinem vorläufigen Bericht bestimmt Dr. Terzian die Todesursache als mögliches Ertrinken. Ich hatte nur kleinere Hautverletzungen, Abschürfungen, Prellungen und eine Person, die aus dem Wasser gezogen wurde. Das ist Ertrinken, bis das Gegenteil bewiesen ist. Es gibt eine weitere wichtige Entdeckung. Aus unerklärlichen Gründen werden in Pattys Haaren und an ihrer Kleidung Kletten gefunden.
Kletten sind Früchte eines bestimmten Labkrautes, des Klettenlabkrautes. Und diese Früchte haben Haare, die an der Spitze verbogen sind. Und diese verhaken sich innigst in Kleidungsstücken oder auch in Tierfellen. Und das ist das Prinzip, was die Natur schon vorweggenommen hat, des normalen Klettverschlusses, den wir heute an Kleidungsstücken haben. Und diese Kletten als solche können auf diese Art und Weise gut verbreitet werden. Dr. Dietrich Inhülsen ist forensischer Biologe am Landeskriminalamt in Hannover. Die Verbreitung der Kletten geschieht auf ganz spezielle Weise. Diese Pflanze verbreitet sich mit diesen Früchten dadurch, dass sich diese Kletten an Tiere, an Vögel, an Füchse, an Hunden, Katzen ansitzen, sich in den Fellen verhaken, die Tiere sich kratzen, um diese Kletten loszuwerden, und dadurch verbreitet sich diese Pflanze. Am Unfallort stellen die Ermittler fest, dass der Truck einen ungewöhnlichen Weg ins Wasser genommen hat. Der größte Teil des Seeufers ist mit Häusern und Garagen bebaut. Die unbewohnte Ufergegend hat Leitplanken, um zu verhindern, dass jemand in den See fährt. Der Truck scherte ausgerechnet an einer der wenigen Stellen aus, an der es ungeschützten Zugang von der Straße zum See gibt. Und die Ermittler finden keine Spuren eines Rehs in der Nähe. Dort würde man normalerweise kein Reh vermuten. Und hätten sie einem Reh ausweichen müssen, dann hätte man Hinweise finden müssen, wie Bremsspuren, Schlangenlinien, Reifenspuren oder sowas. Es gibt Reifenspuren von Pattys Truck auf dem rechten Seitenstreifen und auf der gegenüberliegenden Seite im Gras. Unfallermittler Richard Kopp verbindet diese Spuren und bekommt dadurch den Winkel der Kurve. Mithilfe einer standardisierten Formel berechnet er dann die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Es wird die kritische Kurvengeschwindigkeitsformel genannt. Dabei werden die Straßenneigung, der Widerstand der Fahrbahnoberfläche und der Weg des Fahrzeugs, also die Kurve, einbezogen. Damit kann man eine Geschwindigkeit errechnen, bei der das Fahrzeug die Kurve schafft oder die Kontrolle verloren geht. V ist die Geschwindigkeit, G steht für Schwerkraft, eine Konstante, 32,2. R ist der Kurvenradius und der griechische Buchstabe μ ist der Koeffizient für die Reibung, das heißt den Widerstand des Straßenbelags. Die Formel beweist, dass die Geschwindigkeit des Fahrzeugs der Wolassics geringer als 48 km pro Stunde gewesen ist. Das ist wesentlich weniger als von Peter beschrieben. Wäre der Truck tatsächlich schneller gefahren, hätte es Beschädigungen im Innenraum gegeben. Im Innenraum würde man Beschädigungen am Armaturenbrett erwarten, an der Verkleidung von den Knien, am Lenkrad und auch an der Windschutzscheibe oder an den Seitenfenstern. Oftmals schlagen unangeschnallte Passagiere gegen den Rückspiegel, brechen ihn ab und beschädigen die Windschutzscheibe. Doch von all dem gab es in diesem Fahrzeug nichts. Und die Beweise decken einen weiteren Widerspruch auf. Peter sagt aus, den Truck durch die Beifahrertür verlassen zu haben. Als der Wagen jedoch aus dem See gehoben wird, ist diese Tür verschlossen. Und er behauptet, Patty im Wagen zurückgelassen zu haben, doch ihr Körper wird außerhalb, auf dem Grund des Sees, gefunden. Unvereinbar mit seiner Aussage, er will sie das letzte Mal auf dem Fahrersitz des Truck gesehen haben. Im Haus der Wolassics finden die Ermittler Pattys Tagebuch. Es beschreibt Pattys und Peters alternatives Sexualleben. Ich wollte dich an deine sexuelle Grenze bringen. Doch das schaffe ich nicht allein. Deshalb habe ich versucht, eine andere Person einzubringen. Dem Tagebuch nach hat Patty ihre Freundin und Tagesmutter der Kinder, Joyce Warden, in ihr Schlafzimmer gebeten. Meine Frau Joyce und ich hatten eine Dreierbeziehung. Es gab keinen Grund, dass alle Welt wissen muss, dass meine Frau alles initiiert hat. Das war unser Privatleben. Doch das Tagebuch deutet an, dass es Probleme gegeben hat. Ich habe meine Fantasien mit dir geteilt, ohne zu ahnen, dass ich zum Außenseiter werde, ohne zu realisieren, dass du sie lieber haben könntest als mich. Ich habe nie geglaubt, du würdest mich betrügen.
Patty vermutet, dass ihr Mann und Joyce sich hinter ihrem Rücken treffen. Peter bestreitet das. Meine Frau hatte keinen Grund, eifersüchtig zu sein oder sich zu sorgen. Doch Patty ist tot. Sie kann ihre Version der Geschichte nur noch durch die Autopsie und die forensischen Beweise erzählen. Es gibt etwas, das dem Rechtsmediziner James Tursian keine Ruhe lässt. Warum sind in Pattys Haaren und an ihrer Kleidung Kletten zu finden? Nun, ich vermutete, dass sie sich an Haare und Kleidung ketteten, als Patty von den Rettern aus dem See gezogen wurde. Deshalb habe ich die Polizei gebeten, ans Ufer zurückzugehen, wo man sie herausgezogen hatte, und auch im Wasser nachzusehen, ob es irgendeinen Hinweis auf diese Pflanze, auf diese Kletten gibt. Doch die Ermittler finden keinerlei derartige Vegetation am Ufer. Welche Frau fährt mit Kletten in den Haaren zum Babysitter, um ihre Kinder abzuholen? So etwas gibt's nicht. Die Ermittler wenden sich an einen forensischen Biologen, der weiß, wo Kletten normalerweise wachsen. Kletten sind Pflanzen, die auf stickstoffreichen Böden wachsen. Sie kommen an Wegrändern vor, sie kommen an Schuttablageplätzen und so weiter vor, brauchen auch relativ viel Licht und kommen deswegen nur an Stellen vor, die dem Licht positioniert sind, Äcker, Getreidefelder, Schuttabladeplätzen und so etwas. Doch die Pflanze wächst nicht im Wasser. Und entlang der gepflegten Uferböschung des Guildfordsees gibt es ebenfalls keine Kletten. Klettenlabkräuter wachsen nicht im Wasser. Dafür ist die Pflanze gar nicht geeignet, weil sie ganz andere Strukturen hat. Kletten wachsen nur auf dem Lande und auf entsprechenden Plätzen wie Schutthalden, Müllhalden, Getreidefelder und so weiter. Und wenn ich an einer Leiche im Wasser Kletten finde, dann kommen diese nicht aus dem Wasser, sondern von Plätzen auf dem Lande. Sie müssen also wahrscheinlich sogar in liegender oder halbliegender Position, weil die Kletten ja nicht sehr hoch sind, an diese Leiche, an diese Person angetragen worden sein. Auf dem Grundstück der Wolassics finden die Ermittler alle möglichen Arten von wildem Unkraut. Er hatte einen gemähten Garten, aber ich würde ihn nicht als gepflegt bezeichnen. Ermittler, die die erste Überprüfung machten, fanden viele Kletten auf dem Grundstück. Die Ermittler finden eine Klettenpflanze im Garten des Ehepaars, an der ein Zweig abgebrochen ist. Etwas Fremdartiges hängt an dieser Pflanze. Es sind braune Haare. DNA-Tests ergeben, dass sie von Patty Wolassic stammen. Sobald wir die anatomischen Funde hatten, mussten wir diese mit der Situation und den Funden vom Tatort in Beziehung setzen. Bei näherem Betrachten des Trucks wird eine weitere interessante Entdeckung gemacht. Auf der Ladefläche werden Haare von Patty gefunden und ihr Pager. Und der Truck trägt weitere wichtige Hinweise. Der Kühlergrill weist keinerlei Schäden auf. Tests der Polizei ergeben jedoch, dass ein Fahrzeug, das mit einer Geschwindigkeit von 48 km pro Stunde in einen See fährt, deutliche Schäden am Kühlergrill hat. Und die Untersuchungen zeigen noch etwas. Ein Fahrzeug der Größe eines Van oder Truck versinkt nicht sofort. Es dauert über eine Minute. Andere Fahrzeuge benötigen sogar bis zu 4 Minuten. Das verriet mir, dass ein durchschnittlicher Mensch, der noch bei Bewusstsein ist, wenn er aufs Wasser trifft, in der Lage sein sollte, das Fahrzeug zu verlassen, bevor es untergeht. Je genauer wir seine Geschichte überprüften, desto klarer wurde, dass sie nicht zu den Beweisen passte. Die Temperatur des Sees in der Nacht des Unfalls beträgt etwa 5 Grad Celsius. Laut der Mediziner hätte Peter eine Unterkühlung haben müssen, wäre er komplett unter Wasser gewesen. April ist in New York nicht die Zeit, um ins Wasser zu gehen. Aber wenn man eine Weile in so kaltem Wasser gewesen ist, ist man davon gezeichnet. Seine Körpertemperatur hätte, soweit ich weiß, wesentlich niedriger sein müssen, als er medizinisch versorgt wurde. Peters Körpertemperatur im Krankenhaus ist nur leicht erniedrigt. Als ich ihn sah, hatten sie ihm noch nicht einmal ein Thermometer in den Mund gesteckt. An Peters Schuhen finden die Ermittler Kletten,
die auch in den Haaren und am Mantel gefunden wurden. Alle diese Informationen, zusammen mit der Tatsache, dass Patty an der Innenseite ihrer Lippen Schnittwunden hatte und petechiale Blutungen in der Lunge, bringt den Rechtsmediziner jetzt zu dem Schluss, dass die Todesursache nicht Ertrinken, sondern Ersticken ist. Alles zusammengenommen ergibt, dass sie schon tot war, bevor sie in den See kam. Peter Wolasik streitet ab, seine Frau ermordet zu haben und behauptet, dies beweisen zu können. Das ist alles wissenschaftlich und medizinisch bewiesen. Aufgrund der forensischen Beweise glauben die Ermittler, dass Patty Wolasik von ihrem Ehemann Peter ermordet wurde. Er hat versucht, es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Pattys Lebensversicherung beläuft sich auf $300,000. Geld war das stärkste Motiv, weshalb Mr. Wolasik seine Frau ermordet hat. Er hat nur 8 Stunden nach dem Unfall telefoniert und versucht, die Versicherungssumme zu kassieren. Die Staatsanwälte vermuten, dass Peter die Kinder absichtlich bei der Tagesmutter gelassen hat, um mit Patty allein sein zu können. Peter war seit einer Stunde zu Hause. Laut anderer Familienmitglieder wäre es normal gewesen, wenn Peter die Kinder abgeholt hätte und sie zu Hause gewesen wäre. Ich bin sicher, das war Teil seines Plans, dass die Kinder nicht zu Hause sind, wenn er den Mord begeht. Nachdem Patty ein alkoholisches Getränk zu sich genommen hat, lockt Peter sie nach draußen und ermordet sie. Während des Kampfes verfangen sich einerseits Kletten in Pattys Haaren und andererseits Haare an den herumstehenden Pflanzen. Als der Mörder sein Opfer zum Truck schleift, verfangen sich weitere Kletten an Pattys Jacke sowie an Peters Schuhen. Die forensischen Beweise deuten darauf hin, dass die Leiche auf der Ladefläche des Trucks transportiert wurde. Die Reifenspuren am See beweisen, dass Peter an die rechte Straßenseite fährt und von dort langsam an eine Stelle in Richtung Wasser rollt, an der es keine Leitplanke gibt. Doch Peter macht Fehler. Er verschließt beide Autotüren, lässt Pattys Körper aber außerhalb des Fahrzeugs. Die Anklage sagt, Peter sei nur kurz im Wasser gewesen, um sich nass zu machen und habe dann Hilfe geholt. Ich glaube, einer meiner Eindrücke war, wie dämlich dieser Fall war. Es tut mir leid, aber er hat alle nur möglichen Fehler begangen. Peter Wolasik wird verhaftet und des vorsätzlichen Mordes angeklagt. In der Verhandlung verteidigt Wolasik sich selbst und ändert seine Aussage. Ich bin hier, weil ich gelogen habe. Hätte ich damals nicht gelogen, würde ich hier heute nicht sitzen. Wolasik gibt zu, dass seine erste Aussage eine Lüge gewesen ist. Jetzt behauptet er, Patty sei zu betrunken gewesen. Deshalb habe er ihr befohlen, auf dem Standstreifen zu halten, damit er weiterfahren könne. Ich sagte ihr, sie solle umdrehen und nach Hause fahren. Sie hat gedreht. Währenddessen haben wir uns weiter gestritten und auf einmal hat sie in Rage die Kontrolle verloren und den Wagen in den See gesetzt. Es war ein Wutanfall. Doch es gibt keine Beweise, dass der Truck gewendet wurde. Und weshalb sollten Patty und Peter umdrehen? Das Haus der Tagesmutter war nur ein paar Straßen entfernt. Er war gefangen zwischen den Beweisen und dennoch musste seine Geschichte irgendwie passen. Machte es Sinn? Absolut nicht. Trotz des jeglicher Logik? Absolut. Zudem gibt es keine Hinweise darauf, dass der Truck sehr schnell gefahren ist. Jegliche Beschleunigung auf dem Rasen hätte Büschel herausgerissen, Gras entwurzelt oder verbrannt. Wären die Hinterräder auf dem Asphalt gewesen oder auf dem losen Kies zwischen Asphalt und Gras, hätte man Reifenspuren finden müssen oder aufgeworfenen Kies. Nichts in der Art haben wir gefunden. Die Nachstellungen und die forensischen Beweise haben diesen Fall gelöst. Seine erste Version konnten wir völlig widerlegen. Es gab nichts an der ersten Version, was stimmte, und die zweite war nicht wesentlich besser. Wolasik behauptet, die Kletten in Pattys Haar seien nicht aus seinem Garten, sondern aus dem See. Ein Taucher, den er angeheuert hat, könne das beweisen.
Jetzt, wo ich weiß, was der Taucher gesagt, was er gefunden und was er in seinem Bericht geschrieben hat, lässt mich glauben, dass die Kletten vom Grund des Sees sind. Deshalb waren sie in ihren Haaren. Die Experten der Anklage sagen, dass das unmöglich ist. Wären sie im Wasser gewesen, wären sie verdorben. Und wenn sie nass sind, lässt die Klebekraft nach. Es klebt nicht mehr, wenn es nass ist. Und es zerfällt im Wasser. Die Idee, die Kletten könnten aus dem Wasser kommen, war ziemlich absurd. Die Ankläger vermuten, dass Peter mit seiner Freundin ein neues Leben anfangen, das Sorgerecht für seine beiden Kinder haben und die $300,000 für die Lebensversicherung kassieren wollte. Die Geschworenen beraten sich nur 3 Stunden. Mord zweiten Grades. Wie befinden Sie den Angeklagten? Schuldig oder nicht schuldig? Schuldig. Peter Wolasik wird zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Er beteuert weiterhin seine Unschuld. Sie behaupten, man ist unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Nein, man ist schuldig, bis man seine Unschuld beweisen kann. Und das hängt davon ab, wie viel Geld man hat. Jeder erwartet, dass du beweist, dass du unschuldig bist. Die forensischen Beweise in diesem Fall kamen einem Geständnis gleich. Jedes Mal widersprach Mr. Wolasik dem, was die forensischen Beweise in Bezug auf den Unfallort, den Zustand des Wagens und den von Patty Wolasiks Leiche aussagten. Bei den Ermittlungen waren die Kletten ausschlaggebend. Sie haben uns dazu gebracht, nachzuforschen, ob Patty schon tot war, als sie ins Wasser kam oder nicht. Das war entscheidend in diesem Fall. Dieses kleine Beweisstück, das nicht Teil des Körpers ist. Doch es tauchte mit der Leiche auf und wurde der Schlüssel in diesem Fall. In Austin verschwindet eine Frau auf rätselhafte Weise, ohne Familie oder Freunden etwas zu sagen. Und sie ist nicht die einzige. 2 weitere Frauen verschwinden unter ähnlichen Umständen. Ein Zahn, eine einzelne Haarsträhne, ein Anthropologe und eine forensische Künstlerin bringen diese Vorfälle mit einem Mann in Verbindung, der in einem anderen Land schon mal gemordet hat. 1998 ist ein schweres Jahr für die 54-jährige Olivia Estrada. Sie ist seit kurzem geschieden und arbeitslos. Das Einzige, was ihr Freude bereitet, ist ihre Familie. Sie war humorvoll und hatte ein Herz groß wie Texas oder größer. Sie hatte Mitgefühl mit jedem. Eines Abends ruft eine Frau an, die ihren Namen nicht nennen will, um Olivias Familie vor etwas zu warnen. Sie sagte, sehen Sie nach Ihrer Mutter, etwas stimmt nicht mit ihr. Sofort fahren Familienmitglieder zu ihr. Ihr Auto war da und ihr Schlüssel. Das Haus war verschlossen. Es war etwas gegen ihren Willen passiert. Diese Tür kann man nur mit einem Schlüssel schließen. Der Letzte, der das Haus verlassen hatte, besaß einen Schlüssel, denn ihre Schlüssel waren im Haus. Als ich dort ankam, war mein Cousin, der nebenan wohnt, schon in das Haus eingebrochen, um zu sehen, ob Mutter da ist. Der Teppich war klitschnass. Ich fragte, warum ist der Teppich nass? Detective Bob Merrill findet Spuren von Blut in dem mit Wasser vollgesogenen Teppich. Jemand hat offensichtlich in Eile versucht, sauber zu machen. Von dem Moment an gingen wir von einem Mordfall aus. Draußen im Carport, neben Olivias Auto, finden die Ermittler Hinweise auf einen Kampf. Neben einem Autoreifen lag ein Ring und er fragte, wissen Sie, wem dieser Ring gehört? Ich sagte, ja, das ist der Ring meiner Mutter. Warum liegt er hier draußen? An dem Ring und auch im Innenraum des Autos sind Blutspuren zu finden. Doch fremde Fingerabdrücke gibt es nicht. Die wenigen Hinweise, die wir fanden, wurden sehr wichtig. Das Blut im Haus, im Auto, im Carport und das Blut am Ring, das waren die Faktoren, die bestimmten, ob es sich hier um einen Mordfall handelte oder nicht. Unglücklicherweise sind die Ermittler nicht in der Lage, die anonyme Anruferin zu ermitteln. Es ist seltsam, dass die Frau niemals identifiziert wurde. Sie muss Angst gehabt haben, sich zu offenbaren.
Am nächsten Tag sehen sich die Ermittler ein zweites Mal im Haus von Olivia um. Unter Sachen versteckt finden sie in einer Kommodenschublade ein Foto von Olivia mit einem unbekannten Mann. Auf der Rückseite steht ein Name. Martin. Niemand kannte seinen Nachnamen und wusste, woher er kommt. Niemand wusste etwas über diesen Mann. Doch Linda kann sich erinnern, Martin am Telefon gehabt zu haben, als sie bei ihrer Mutter anrief. Es war eine sehr seltsame Unterhaltung. Ich erinnere mich nur daran, dass er sagte, er wolle meine Mutter heiraten. Sie hatten sich gerade kennengelernt. Ich sagte, meine Mutter wird sie nie heiraten. Ich weiß nicht, wer sie sind und für wen sie sich halten, aber meine Mutter wird sie nicht heiraten. Die Polizei veröffentlicht das Foto des Mannes. Mehrere Anrufer identifizieren ihn als Martin Gonzalez, einen 47-jährigen illegalen Einwanderer aus Mexiko, der in Austin arbeitet. Als Gonzalez vernommen wird, behauptet er, nichts über Olivias Verschwinden zu wissen. Als er jedoch durchsucht wird, finden die Ermittler ihren Wohnungsschlüssel bei ihm. Als Mr. Gonzalez gefunden wurde, war er im Besitz des einzig existierenden Zweitschlüssels. Das war ein starker Hinweis darauf, dass er der Letzte war, der das Haus verlassen und mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Gonzalez behauptet lediglich, eine platonische Beziehung zu Olivia gehabt zu haben. Bei seinem letzten Besuch sei noch ein anderer Mann namens Manuel Barbosa zugegen gewesen. Es kam angeblich zu einem Kampf zwischen den beiden Männern und dann zog Manuel eine Pistole und er ging. Martin ging und Manuel blieb. Doch Nachforschungen über Manuel Barbosa widerlegen diese Aussage. Wir haben Manuel überprüft. Der saß im Gefängnis und zwar für eine ziemlich lange Zeit. Er war zum fraglichen Zeitpunkt sehr weit von Austin entfernt. Als die Ermittler ihre Datenbanken durchforsten, stellen sie fest, dass Gonzalez wegen Mordes 2 Jahre in einem mexikanischen Gefängnis gesessen hat. Der erste Mord war ein vorgetäuschter Handel. Er traf sich mit einem Mann in einer verlassenen Gegend, schlug ihn tot und nahm ihm sein Geld. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, brachte er in Mexiko eine weitere Person um. Kurz darauf kam er nach Texas. Und 5 Monate zuvor hatte er eine Freundin vermisst gemeldet. Ihr Name? Maria Flores. Es begann komplexer zu werden. Wir hatten mehr als nur eine vermisste Frau in seinem Leben. Die Ermittler rufen beim Missing Persons Clearinghouse an, einer Organisation, die Daten von vermissten Personen mit nicht identifizierten Leichen vergleicht. Und tatsächlich finden sie etwas. 3 Jahre vor dem Verschwinden von Maria Flores und Olivia Estrada ist die Leiche einer Frau auf einem Feld gefunden worden, ganz in der Nähe von Martins Haus. Ein großer Durchbruch. Diese Verbindung wäre ohne den Anruf nicht erkannt worden. Doch wer ist diese Person? Der forensische Anthropologe Dr. David Glassman untersucht die Überreste. Er stellt eine Schlagverletzung am Schädel und das Fehlen der meisten Zähne fest. Unter anderem die Größe des Schädels lässt darauf schließen, dass es sich um eine Frau handelt. Der Schädel eines Menschen trägt 2 wesentliche Merkmale, die wir für das Individuum in Erfahrung bringen können. Einmal das Alter und einmal das Geschlecht des Menschen. Das Alter von den Bereichen, die über das Leben hinweg verändert werden, und zwar im Bereich der sogenannten Schädelnähte, und das Geschlecht in dem Bereich, in dem Muskeln ansetzen, die wiederum Robustitätsmerkmale widerspiegeln, die wichtig sind für die Differenzierung zwischen Mann und Frau. Über die Schädelnähte bestimmt Dr. Glassman das Alter. Einige Schädelnähte auf dem Schädelknochen und am Hinterkopf waren an der Oberfläche schon zusammengewachsen. Daraus konnte ich schließen, dass diese Frau mindestens 35 Jahre alt gewesen sein muss. Dr. Glassman findet zudem Hinweise auf die Herkunft der Frau.
Sie hatte die sogenannten Warmian Bones, das sind zusätzliche Knochen, die in den Schädelnähten am Hinterkopf sitzen. Man sieht das häufig bei Asiaten und Indianern. Doch ohne DNA oder zahnärztliche Unterlagen zum Vergleich gibt es keine Möglichkeit, die Frau zu identifizieren. Um dem Schädel ein Gesicht zu geben, wenden sich die Ermittler an Karen Taylor, eine forensische Künstlerin. Da der Schädel so zerbrechlich ist, entschließt sich Taylor gegen ein forensisches Modell. Sie benutzt eine Technik, die sie selbst entwickelt hat, die zweidimensionale Gesichtsrekonstruktion. Taylor geht davon aus, dass das Opfer lateinamerikanischer Abstammung ist und älter als 35 Jahre. Um das Gesicht richtig zu proportionieren, schneidet sie kleine Marker zurecht, die Schichtdicken vorgeben, abhängig von der Rasse. Die Vorgabe dieser Schichtdicken kommt von Professor Richard Helmer. Er ist der weltweit führende Anthropologe, wenn es um Gesichtsrekonstruktion geht. Für die Gesichtsrekonstruktion auf dem Schädel ist natürlich von ganz wesentlicher Bedeutung die Kenntnis der Weichteilschichtdicken. Und zwar nicht nur durchschnittlich und generell, sondern unterteilt nach Lebensalter, Geschlecht und Konstitutionstyp. Und da habe ich eine Untersuchung gemacht, die sich auf 34 Messpunkte am Schädel erstreckte, für alle Altersgruppen und für beiderlei Geschlechts. Und diese Weichteilwerte sind natürlich eine ganz entscheidende Grundlage für die Formen der Weichteile auf dem Schädel. Sie formen die Grundkonturen des Gesichts. Sobald die Marker auf den Schädel geklebt sind, brauchen wir die Punkte nur noch miteinander zu verbinden, um die Gesichtskontur zu bekommen. Dann fotografiert Taylor den Schädel und legt ein durchsichtiges Stück Velinpapier auf das Foto. Velin ist ein feines Pergamentpapier, das normalerweise aus Kalbshaut gemacht wird. Darauf zeichnet Taylor das Gesicht maßstabsgerecht nach. Das menschliche Auge misst durchschnittlich etwa 25 mm. Das ist zufälligerweise der Durchmesser eines US Quarter. Ich nehme daher oft ein 25-Cent-Stück, zentriere es in der Augenhöhle und zeichne den Kreis nach. Für die Form und Lage der Augenbrauen gibt es relativ verbindliche Anhaltspunkte am Schädel, an den Augenhöhlenrändern. Auch für die Nase haben wir eine ganze Reihe von Anhaltspunkten, wie die Nase wohl im Profil, aber auch in der Breite und in der Fülle wohl ausgesehen haben dürfte. Am schwierigsten ist die Mundregion, weil dort die Anhaltspunkte dürftig sind. Doch auch die Nase ist schwierig zu rekonstruieren, da sie aus Knorpeln besteht und schnell verwest. Ich sehe mir die ovale, birnenförmige Nasenöffnung an. Wenn ich von da aus an jeder Seite 5 mm weitergehe, bekomme ich eine ungefähre Breite. Der Winkel kann oftmals über einen Knochen analysiert werden, den sogenannten inneren Nasenrücken. Wir benutzen das, um die Maße und den Vorsprung der Nase zu bestimmen. Es gibt eine Formel, bei der man dreimal die Länge des Nasenrückens nimmt. Da die meisten Zähne fehlen, verlässt Taylor sich auf das Prinzip des Gesichtsdreiecks. Es gibt ein gleichschenkliges Dreieck zwischen den beiden äußeren Augenwinkeln und der Mitte der Unterlippe. Ich dachte, aha, das gibt mir wenigstens die Möglichkeit zu sehen, wo sich der Mund an dem Schädel befunden hat. Karen Taylor wählt eine angemessene Haarfarbe, ein geschätztes Gewicht und macht die letzten Verbesserungen. Das Verbinden der Proportionen des Gesichts ist besonders wichtig für den Erkennungsfaktor. Die Ermittler geben die forensische Zeichnung an die Medien. Sie hoffen so, die Identität der Frau zu klären. Es ist der Anfang zur Lösung eines großen Rätsels.
Nur wenige Tage, nachdem die forensische Zeichnung in der Zeitung von Austin erschienen ist, meldet sich ein Anrufer aus Mexiko. Er behauptet, die Zeichnung hätte Ähnlichkeit mit seiner Mutter, der 48-jährigen Silvia Garcia. Sie ist auch als Ehefrau von Martin González bekannt. Wir bekamen einen Anruf von Silvias Familie. Sie behaupteten, ihre Mutter hätte ihn geheiratet. Sie hätten ihn aber nie getroffen und von ihr nichts mehr gehört oder gesehen. Gerichtsunterlagen bestätigen, dass Silvia Garcia sich scheiden lassen wollte, kurz bevor sie verschwand. Als González vernommen wird, leugnet er, verheiratet gewesen zu sein und Silvia Garcia überhaupt gekannt zu haben. Er hat ahnungslos getan. Es war unglaublich. Doch im Haus von González finden die Ermittler ein Foto, das eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der forensischen Zeichnung aufweist. Das war für mich aufregend, denn alles schien zu stimmen. Es war, wie ich es erwartet hatte. Die Proportionen stimmten, alles schien zu passen. Als wir die Fotos bekamen, waren wir überzeugt, dass es Silvia ist. Es zu beweisen war unser nächstes Problem. Die Ermittler finden heraus, dass Silvia Briefe an ihre Verwandten in Mexiko geschrieben hat. Diese Briefe enthalten möglicherweise noch DNA von ihr. Wir sahen uns den Brief an und stellten fest, dass der Umschlag und die Briefmarke angeleckt worden sind. Ich habe versucht, DNA von dem Umschlag und der Briefmarke zu extrahieren. Und so konnte ich tatsächlich ein DNA-Profil gewinnen. Ich finde das faszinierend und mich beeindruckt, dass Ihre Familie diese Briefe aufbewahrt hat. Ich meine, wer behält schon Briefe, die vor Jahren verschickt wurden? Und wer hätte gedacht, dass es der Polizei beim Lösen des Falles helfen würde? Es war einfach unglaublich. Für den Vergleich benutzt Jody Köhler das Mark eines Backenzahnes, der noch im Schädel vorhanden ist. Die sogenannte Pulpa kann eine sehr gute DNA-Quelle sein. Die PCR-DNA-Analyse ergibt, dass der Schädel von Silvia stammt. Das war wirklich gut. Damit haben wir nicht gerechnet. Man hört, dass es sowas gibt. Passiert ist mir so etwas vorher aber noch nicht. Ich war sehr aufgeregt. Wir hatten diese Person tatsächlich identifiziert, trotz der ziemlich alten Knochenreste. Das war nur ein Versuch ins Blaue. Einfach fantastisch. Als die Ermittler die Bettlaken untersuchen, mit denen Silvias Leiche bedeckt war, finden sie in einem Knoten ein Haar. Da das Haar keine Wurzel mehr hat, entschließen sich die Ermittler, einen Mitochondrien-DNA-Test durchzuführen. Das Spezielle an mitochondrialer DNA ist, dass sie nur von der Mutter auf die Kinder weitergegeben wird. Väter vererben sie nicht. Das bedeutet, Geschwister und alle Verwandten mütterlicherseits innerhalb einer Familie teilen denselben DNA-Typ. Das Haar wird zunächst in einem Ultraschall-Wasserbad gesäubert, um Verunreinigungen zu entfernen. Sobald das Haar gründlich gesäubert ist, wird es in einem kleinen gläsernen Mörser zermahlen. Das pulverisiert das Haar in einen Flüssigkeitspuffer, dem einige Chemikalien hinzugefügt werden, die die DNA von allen anderen Substanzen im Haar trennt. Die gleiche Prozedur wird an einer Haarprobe von Martin González wiederholt. Das Resultat? Das Haar, das bei Silvia Garcias Leiche gefunden wurde, stammt von Martin González. Findet man einen ungewöhnlichen DNA-Typ, wie in diesem Fall, dann kann man 99,96% aller Nordamerikaner ausschließen, die diesen Typ nicht haben. Dass sein Haar bei den Überresten gefunden wurde, war wichtig, um zu beweisen, dass er etwas mit ihrem Tod und der Schädelverletzung zu tun hatte. Martin González wird verhaftet und des Mordes an Silvia Garcia angeklagt. Doch es bleibt die Frage, wo sind Olivia Estrada und Maria Flores? Während González im Gefängnis auf seine Verhandlung wegen Mordes wartet, erhalten die Ermittler einen unerwarteten Telefonanruf.
Ein Farmer, der früher als Detektiv arbeitete, säuberte das Gestrüpp an einem Zaun. Dabei stieß er auf Knochen in Bastrop County. Zahnärztliche Unterlagen bestätigen, dass es die Überreste von Olivia Estrada sind. Die 54-jährige Frau hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine Beziehung mit Martin Gonzalez. Der Schädel trägt Merkmale einer stumpfen Kopfverletzung und einer Schusswunde. Ich konnte es immer noch nicht ganz glauben. Ich fragte Detective Merrill, ist es wirklich meine Mutter? Er sagte ja und hatte dabei Tränen in den Augen. Weniger als einen Kilometer entfernt finden die Ermittler auf einem verlassenen Feld die Überreste der dritten vermissten Frau. Auch Maria Flores hatte eine Beziehung zu Martin Gonzalez. Und er war es sogar, der sie als vermisst gemeldet hat. Auch ihr Schädel weist Verletzungen auf. Martin Gonzalez wird in allen drei Fällen des Mordes angeklagt. Wir hatten mitochondriale DNA, die zuvor noch nie in Texas benutzt worden war. Wir hatten weitere DNA-Tests, forensische Anthropologie, zahnärztliche Ergebnisse und außerdem eine Reihe von zivilen und polizeilichen Zeugen. Viele von denen sprachen Spanisch. Die Logistik, alles zusammenzufügen, war verblüffend. Die Anklage erfährt, dass Gonzalez Bars besucht, in denen er verunsicherte Frauen kennenlernt. Einige von ihnen sind illegale Immigranten, die weder Familie noch Freunde in Austin haben. Frauen wie Olivia Estrada sind emotional labil. Sie hat meinen Vater immer noch geliebt. Ich glaube, sie hat sich Vorwürfe gemacht. Ich bin mir sicher, als sie Martin traf, war sie am Tiefpunkt. Das ist die einzig vorstellbare Möglichkeit, weshalb sie jemanden wie Martin in ihr Leben gelassen hat. Dieser Mann hatte bereits Frauen missbraucht. Er umwarb verletzliche, isolierte Frauen, belog sie und behauptete, Land zu besitzen. Dann wurde er auf einmal eifersüchtig und besitzergreifend. Die Staatsanwaltschaft präsentiert Beweise, dass das Motiv für die Morde Wut ist. Denn Gonzalez wird von den Frauen nach einiger Zeit abgelehnt und kann dies nicht ertragen. Sein Telefongespräch mit Linda lässt vermuten, dass er Olivia tatsächlich heiraten wollte. Doch nach der Übergabe des Hörers erzählt die Mutter ihrer Tochter, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Ich sagte, Mama, was redet er da? Er will dich heiraten. Sie antwortete, der spinnt. Ich sagte, nein, wirklich, das hat er mir gerade gesagt. Der spinnt, beachte ihn einfach nicht. Er redet Unsinn. Ich fragte, Mama, was machst du? Kurz nach diesem Zwischenfall verschwindet Olivia. Im September 2000 wird Martin Gonzalez des dreifachen Mordes überführt und zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Du hast sie einfach dort liegen lassen. Du hast sie weggeworfen, als sei sie Müll. Doch das war sie nicht. Sie war meine Mutter. Seine Augen zeigten keinerlei menschliche Regung. Er hat nichts Menschliches für mich. Er ist ein Monster. Er ist ein böser Mensch ohne Gewissen. Ich wünschte, er säße in der Todeszelle, aber er bleibt wenigstens für den Rest seines Lebens hinter Gittern. Die Behörden von Texas sind überzeugt, dass es noch weitere Opfer gibt. Doch die müssen erst einmal gefunden werden. Ohne die forensische Zeichnung hätten die Ermittler den Schädel aus dem Feld nie identifizieren können. Ich glaube nicht, dass er ahnte, dass es so etwas gibt wie forensische Kunst. Aber ich wette, er wünschte sich, es gäbe sie nicht. Es ist wunderbar, wie man die Wissenschaften kombinieren kann. Sie hat die Gesichtsrekonstruktion durchgeführt und wir das Ergebnis mit Hilfe der DNA-Technologie bestätigt. Ein befreundeter Anthropologe, Dr. William Maples, hat einmal gesagt, geduldig und ruhig während des Lebens schreit unser Skelett erst nach dem Tod zu Himmel und Nachwelt. Ich finde, das ist ein wunderbares Zitat. Es sagt dasselbe wie, die Toten können durch Gesichtsrekonstruktion und forensische Kunst zu uns sprechen. Als die 36-jährige Judy Bergen ihre Stammbar, das Samovar Inn, betritt, ist offensichtlich, dass etwas nicht stimmt.
Die Barkeeperin, die Judy seit Jahren kannte, sagte, dass Judy, als sie die Bar betrat, so schlecht wie nie zuvor aussah. Judy stammt aus einer wohlhabenden Familie. Sie liebt ihre Freiheit und arbeitet als Köchin auf einem Fischerboot. An diesem Abend erzählt sie der Barkeeperin, dass sie das Leben in Alaska satt hat und fortziehen will. Judy war aufgebracht und verzweifelt. Zu der Zeit hatte sie Geld und ein Ticket. Sie plante, nach Hawaii zu gehen. Judy zeigte ihr ein Flugticket und eine beträchtliche Summe Geld. Sie wollte ihr Leben in Ordnung bringen. Dann spricht sie einen Mann in der Bar an. Die beiden trinken ein paar Drinks. Augenzeugen berichten, Judy habe später mit dem Mann die Bar verlassen und sei mit auf sein Hotelzimmer gegangen. Ein Augenzeuge deutete an, Judy sei mit dieser Person nach oben gegangen, um Drogen zu nehmen. Später kommt Judy zurück in die Bar, verabschiedet sich und steigt in ein Taxi. 2 Wochen vergehen. Da niemand etwas von ihr hört, benachrichtigt ihre Familie die Polizei. Sie würde anrufen und fragen, wie es geht, damit ich weiß, wo sie ist und dass es ihr gut geht. Als die Anrufe ausblieben, ahnte ich, dass etwas passiert ist. Die Polizei befragt die Angestellten und Gäste des Samovar Inn, wo sie Judy zuletzt gesehen haben. Insbesondere der unbekannte Mann interessiert die Ermittler. Doch niemand kennt diesen Mann. Er hat sein Zimmer bar bezahlt und sich unter falschem Namen eingeschrieben. In der Bar ist er nie wieder aufgetaucht. Alle Ermittlungen liefen aus dem einen oder anderen Grund ins Leere. Wir fanden nie heraus, wer dieser Mann war. Judy lebt mit ihrem Freund Carl Brown, einem Fischer, in Anchorage. Er verrät Judys Familie, dass sie die Nase voll hatte von Alaska und ausgezogen ist. Er sagte, sie hat mir erzählt, sie wolle nach Hawaii. Ich habe sie nicht gesehen und keine Ahnung, wo sie ist. Das war alles. Er sagte nur, dass ihre Beziehung am Ende ist. Sie sei einfach ohne weitere Erklärung gegangen. Die Polizei überprüft alle Fluggesellschaften und stellt fest, dass Judy auf keinem Flug nach Hawaii oder anderswohin gewesen ist. Es vergehen 4 Monate, bis Kinder im Grace Creek, etwa 320 Kilometer nördlich von Anchorage, etwas entdecken, das wie ein Bündel Kleidung aussieht. Etwas war in ein Laken gewickelt. Sie liefen nach Hause und holten ihre Mutter. Die Mutter kam und sah, dass es sich tatsächlich um menschliche Überreste handelt, die größtenteils skelettiert in den Wäldern lagen. Die Polizei sperrt das Gebiet sofort ab. Die stark verweste Leiche ist die einer etwa 1,52 Meter großen Frau mit braunen Haaren. Wir haben ihre mumifizierten Finger rehydriert, um einen Abdruck zu bekommen. Dann haben wir den Fingerabdruck überprüft und konnten die Leiche als Judy Bergen identifizieren. Ich war nicht überrascht. Ich ahnte schon, dass sie es sein könnte. Ich glaube, das war mütterlicher Instinkt. Immer wenn eine Leiche in dem Zustand von Judy gefunden wird, ist das ein schwieriger Fall. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keine Zeugen, kein Geständnis, keine Mordwaffe und keine Vermutung, wie sie dorthin gekommen ist. Der Rechtsmediziner stellt fest, dass Judy eindeutig ermordet worden ist. Der Schädel war seiner Meinung nach durch mehrere Schläge mit beachtlicher Kraft attackiert worden. Die gesamte Seite und der vordere Teil des Schädels waren eingebrochen. Die Leiche wurde in einer sehr abgelegenen Gegend gefunden. Es gibt dort zwar mehrere Angelplätze, doch die meisten sind nur per Flugzeug zu erreichen. Es war offensichtlich, dass sie woanders getötet, an diesen Ort gebracht und mit Absicht dorthin gelegt worden ist. Diese Art von Ermittlung ist schwierig. Man weiß nicht, wer der Mörder ist, wer sie in die Wildnis gebracht hat, und anfangs weiß man nicht einmal, wie lange die Leiche schon dort gelegen hat. Die Ermittler interessiert das Bettlaken, mit dem Judys Leiche bedeckt ist.
Das Laken schien einfach und gewöhnlich zu sein. Doris hatte eine orangefarbene Naht, die darauf schließen ließ, dass es aus einem Großhandel stammt. Das war keines, das jedermann im Kaufhaus kaufen kann. Zunächst vermuten die Ermittler, dass das Laken aus dem Samovar Inn ist. Doch dieses Hotel benutzt andere Laken. Große Hotels lassen ihre Bettbezüge normalerweise von kommerziellen Wäschereien waschen. Damit die Laken nicht vertauscht werden, benutzen die Hotels verschiedene Nahtfarben. Eine Hotelkette benutzt beispielsweise eine blaue Naht, die andere eine goldene und so weiter. Nur eine Hotelkette benutzt Bettlaken mit orangefarbenen Nähten. Wir entdeckten, dass die Laken, in denen Judys Leiche gefunden wurde, hier im Sheraton Hotel in Anchorage benutzt werden. Das bringt Judy mit dem Sheraton in Verbindung. Doch niemand im Hotel kann sich an sie erinnern. Deshalb widmen die Ermittler ihre Aufmerksamkeit einer anderen Spur. Ein Büschel roter Teppichfasern ist in dem Laken gefunden worden. Das Büschel war rot, mit einigen Farbnuancen. Aber die Hauptfarbe war rot. Die Ermittler, die dieses Büschelfasern gefunden haben, wussten sofort, dass sie einen wichtigen Fund gemacht haben. Sie wussten nicht, was sie damit alles bewegen können, doch das waren Fasern, die man nicht auf gewöhnliche Art übertragen bekommt. Die meisten Teppiche sind mit einer einzelnen Faserart gemacht. Gleiche Größe, gleiche Form und gleiche Farbe. Bei hochwertigen Kunstfaserteppichen hat man eine einheitliche Gestaltung der Fasern, die teilweise sternförmig sein können, die teilweise aus Hohlfasern bestehen können, die durchgefärbt sind, also die von der Herstellung der Faser schon spinngefärbt sind, und die zeigen von Faser zu Faser keine Unterschiede. Das will man haben, damit also der Teppich auch ein gleichartiges Aussehen im Flur hat. Doch diese roten Teppichfasern sind komplett anders. Es gibt weder eine einheitliche Form, noch ist die Färbung gleichmäßig. Unter dem Mikroskop sah man unterschiedliche Fadentypen, unterschiedliche Farbtöne und unterschiedliche Färbungen. Unser Kriminallabor hatte nicht die Möglichkeiten, eine angemessene Analyse durchzuführen. Deshalb schicken die Beamten die Proben zu Skip Pelinic, einem Faserspezialisten. Pelinic erkennt sofort, dass es sich um sogenannte Müllfasern handelt, aus denen etwa 5% aller Teppiche gemacht werden. Müllfasern kommen aus unterschiedlichen Quellen. Einige sind guter, andere schlechter Qualität und einige sind Versuchsfasern. Sie werden von einem Faserhändler gekauft, der dieses Material von verschiedenen Orten bezieht. Diese Müllfasern haben äußerst unterschiedliche Formen. Sie können sowohl hantelförmig sein, sie können sternförmig sein, sie können sternförmige Hohlfasern sein. Also alles unterschiedliche Fasern in ihrem Verhalten. Und das bindet natürlich auch die Qualität des Teppichs. Die Ermittler wissen jetzt, dass Judy Bergen mit jemandem Kontakt hatte, der eine Verbindung zum Sheraton Hotel hat und einen billigen roten Teppich besitzt. Jetzt gilt es, diesen Unbekannten zu finden. Kurz nachdem Judys Leiche gefunden wurde, nehmen Familie und Freunde an einer Trauerfeier teil. Judy war freiheitsliebend, nur knapp 1,50 Meter groß und hat wahrscheinlich weniger als 43 Kilogramm gewogen. Dennoch war sie agil und athletisch. Sie hat sich trotz ihrer Größe nie hindern lassen, das zu tun, was sie wollte. Judy Bergen wurde von vielen Freunden und der Familie sehr geliebt. Sie war eine sehr talentierte Dichterin und angelte. Sie hat im ganzen Land auf verschiedenen Fischerbooten gearbeitet. Sie liebte das Kochen und ihre Freunde erzählten viel Gutes über sie. In der Nacht ihres Verschwindens hat ein Augenzeuge gesehen, wie Judy vor dem Samovar Inn in ein Taxi gestiegen ist. Doch der Polizei fehlen die Beweise, wohin sie gefahren ist.
Wir haben die Aufzeichnungen aller Taxiunternehmen der Stadt überprüft. Kein Taxifahrer konnte sich an Judy Bergin erinnern. Erneut eine Sackgasse. Doch die Barkeeperin erinnert sich, dass Judy vor ihrem Flug nach Hawaii noch einmal nach Hause wollte, um etwas zu holen. In dem Haus lebt noch immer Carl Brown, mit dem Judy insgesamt 9 Monate zusammengewohnt hat. Judy hatte ihrer Familie erzählt, dass Carl manchmal gewalttätig gewesen ist. Ich fühlte, dass das keine gesunde Beziehung war. Je mehr Zeit verging, desto offensichtlicher wurde, dass sie unglücklich war. Ich merkte, dass etwas nicht stimmt. Carl Brown war in der Gegend von Anchorage über längere Zeit als Drogendealer bekannt. Mindestens 10 oder 15 Jahre. Er hat mit Kokain und Heroin gehandelt. Brown behauptet, Judy sei ausgezogen und er wisse nicht, wo sie hingegangen sei. In seinem Haus befinden sich keine Sachen mehr von ihr. Die Ermittler stellen fest, dass die Teppiche in seiner Wohnung farblich nicht mit den Fasern von Judys Fundort übereinstimmen. Als ich das Haus von Mr. Brown betrat, fiel mir als erstes auf, dass er einen langflorigen Teppich hatte, jedoch in einer anderen Farbe. Wohn- und Esszimmer hatten einen orangefarbenen Teppich. Dennoch erfahren die Beamten etwas sehr Brisantes. Carl Brown arbeitete vor einigen Jahren im Sheraton Hotel in Anchorage. Diese Information war wichtig, denn Carl Brown hatte Zugang zu derart Laken, dass das Opfer bedeckt hatte. Doch das trifft auch auf viele ehemalige und derzeitige Angestellte zu. Die Ermittler entschließen sich, Brown zu fragen, ob er seit Judys Verschwinden in seiner Wohnung Veränderungen vorgenommen hat. Sie sagen also, Sie haben keine Veränderungen in Ihrer Wohnung vorgenommen? Nein. Okay, gar keine Veränderungen. Ich meine, haben Sie vielleicht Fenster, Böden oder sonst was erneuert? Ich habe einen Teppich in meinem Schlafzimmer verlegt. War das im ganzen Haus? Nur im Schlafzimmer. Er war gerissen. Ich hatte einen Stuhl und einen Tisch dort. Durch Hin- und Herrücken hatte der Teppich einen großen Riss. Er war nahezu durch. Das war ein ziemlich billiger Teppich. Sie haben ihn also ersetzt? Ja, der war völlig kaputt. Ich weiß nicht, wie lange der schon gelegen hatte. Können Sie sich erinnern, Carl, wann Sie den Teppich ersetzt haben? Ja, es war kurz bevor Judy verschwand. Sie hat die Farbe ausgesucht. Nein, stimmt gar nicht. Ich nehme das zurück. Sie hat zwar die Farbe ausgesucht, aber der Teppich kam nach ihrem Verschwinden. Okay, also nachdem sie verschwand. Ja, richtig. Das Täterteppiche entfernen ist relativ häufig, denn der Täter sieht vielfach mit seinem bloßen Auge Spuren, die er selber hinterlassen hat, zum Beispiel Blutspuren oder ähnliches. Und somit werden diese Beweismittel vernichtet, indem man meint, den Teppich entfernen zu müssen. Doch ein neuer Teppich im Schlafzimmer reicht dem zuständigen Richter nicht, um einen Durchsuchungsbefehl auszustellen. Wir haben nach Hinweisen gesucht, die uns ausreichend Informationen liefern, damit wir in sein Haus kommen und es durchsuchen können. Möglicherweise sind im Haus wichtige Indizien, doch wir konnten nichts Richtiges finden. Ein Jahr vergeht und es scheint, als könne der Mord an Judy nie aufgeklärt werden. Doch Sergeant Massey lässt der Fall nicht in Ruhe. Ich habe die Ermittler von Anchorage gebeten, an Carls Haus vorbeizufahren, um zu beobachten, was dort passiert. Einmal pro Woche fährt die Polizei an dem Haus vorbei. Und dann, 1,5 Jahre nach Judys Tod, kommt unerwartet die erhoffte Chance. Ab einem bestimmten Zeitpunkt war das Haus unbewohnt. Browns Haus steht zum Verkauf. Jetzt benötigt die Polizei keinen Durchsuchungsbefehl mehr, um Einlass zu bekommen. Ist es möglich, dass sich in dem leerstehenden Haus Indizien befinden, die ein neues Licht auf den Mordfall Judy Bergin werfen? Zwei Dinge waren wichtig. Wir suchten nach Blutspuren im Haus und nach roten, langflorigen Teppichfasern, mit denen wir möglicherweise die Fasern vom Opfer vergleichen konnten. Luminol-Tests an den Schlafzimmerwänden und an der Decke enthüllen keinerlei Blutspuren. Natürlich waren wir sehr enttäuscht, dass wir keine Blutspuren gefunden hatten, die wir mit Judy, Carl oder jemand anderem in Verbindung bringen konnten.
Wir wussten von Anfang an, dass der Teppich ausgewechselt worden war. Deshalb suchten wir unter dem existierenden Teppich. Und darunter machen sie eine überraschende Entdeckung. Rote, flauschige Teppichfasern. Wir haben den neuen Teppich, der ein Jahr zuvor verlegt worden war, hochgenommen. Und tatsächlich, entlang der Leisten, fanden wir Reste und Büschel von einem roten, langflorigen Teppich. Ich war sehr aufgeregt. Offensichtlich hat der Teppichleger nicht gesaugt, bevor er die neue Ware verlegt hat. Sie waren ein bisschen faul und haben nicht sauber gemacht und die Reste des alten Teppichs nicht aufgesaugt. Die Fasern kommen ins forensische Labor zur Analyse. Skip Pelinic findet 7 verschiedene synthetische Fasertypen. Wir hatten runde Fasern, einige waren dicker als die anderen. Wir konnten insgesamt 7 unterschiedliche Fasertypen entdecken, von denen jeder einzelne auch in dem anderen Büschel vorkam. Als nächstes macht Pelinic eine Schmelzpunktanalyse. Kunstfasern wie Polyester und Polyamid kann man gut durch den Schmelzpunkt charakterisieren. Das ist eine Materialkonstante. Und derartige Fasern werden ins Mikroskop verbracht. Dieses Mikroskop wird aufgeheizt, der Tisch des Mikroskopes. Und man kann dann den Schmelzpunkt der Fasern mit bloßem Auge erkennen und die dabei auftretende Temperatur ablesen. Synthetische Fasern schmelzen bei unterschiedlichen Temperaturen, normalerweise zwischen 90 und 98 Grad Celsius. Jede Polyesterfaser schmilzt bei einer bestimmten Temperatur. Das ist eines der Merkmale, das diese Faser charakterisiert. Wenn also 2 Fasern, die ansonsten gleich erscheinen, 2 unterschiedliche Schmelzpunkte haben, kommen sie aus unterschiedlichen Quellen. Als die Fasern von Judys Leiche und die aus Carl Browns Schlafzimmer erhitzt werden, schmelzen sie bei exakt derselben Temperatur. Sie waren in jeder Hinsicht identisch. Bei jeder Faserart war der Schmelzpunkt entsprechend. Sogar die Färbung ist identisch. In beiden Proben ist eine dicke Müllfaser vorhanden. Die gesamte Faser ist nicht gleichmäßig durchgefärbt. Man nennt diese Art der Kolorierung auch Ringfärbung. Färbungen von Kunstfasern können unterschiedlich vorgenommen werden, zum einen bei der Herstellung, wo sie völlig durchgefärbt werden, und man kann dann noch eine Randfärbung sozusagen durchführen, indem die fertig hergestellte Faser nochmal durch ein Färbeblatt gezogen wird und damit die Faser von außen nochmals angefärbt wird. Die Ermittler haben keinen Zweifel, dass das fragliche Faserbüschel aus Carl Browns Haus stammt. Das war schon fast so viel des Guten. Wir hatten so viele Beweise, die wir in diesem Fall anführen konnten. Alle zeigten, dass diese Fasern in jeder messbaren Hinsicht identisch waren. Wir nannten es den Teppichfingerabdruck, denn im Grunde war es die Art von Beweis. Er ist jedenfalls schwer zu widerlegen. Carl Brown wird verhaftet und des Mordes an Judy Bergen angeklagt. Die Anklage vermutet, dass Judy die Misshandlungen von Carl Brown nicht mehr ertragen wollte. Sie beschloss, Alaska zu verlassen und nach Hawaii zu gehen, um ein neues Leben zu beginnen. Aus dem Samovar Inn fährt sie nach Hause, um noch ein paar Sachen zu holen. Dort bemerkt Brown, dass Judy ihn verlassen will und wird gewalttätig. Die Autopsie verrät, dass er sie mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen haben muss. Brown wickelt sein Opfer in ein Bettlaken mit einer charakteristischen Naht, das er aus dem Sheraton entwendet hat. Dabei übersieht er, dass sich ein Teppichbüschel an das Laken heftet, dessen Fasern so einzigartig sind, dass sie nur aus Browns Schlafzimmer kommen können. Der Mörder verbringt die Leiche in die etwa 400 Kilometer entfernte Wildnis von Alaska, ganz in die Nähe des Ortes, an dem er regelmäßig zum Angeln geht.
Vermutlich hat er danach den Schlafzimmerteppich entfernt, um die Blutspuren loszuwerden. Ich habe in meiner Karriere schon viele Beweise gesehen. Und forensische Beweise gibt es nicht so oft, wie man allgemein annimmt. Doch wenn man so ein forensisches Beweisstück hat, dann ist das extrem aussagekräftig. Carl Brown bestreitet, Julie getötet zu haben und gibt ihrem Drogenmissbrauch die Schuld. Eine der Verteidigungstaktiken war es, zu behaupten, sie sei das Opfer einer Überdosis geworden und ihr Schädel sei von einem Elch zertrümmert worden. Ich lebe schon immer in Alaska. Von so etwas hatte ich noch nie etwas gehört. Nach 5-wöchiger Verhandlung wird Carl Brown des Mordes schuldig gesprochen und zu 85 Jahren Gefängnis verurteilt. Die entscheidenden Beweise? Eine orangefarbene Naht und ein billiger roter Teppich, der nicht einheitlich durchgefärbt worden ist. Es gab bei niemandem Zweifel, nachdem sie die Beweise präsentiert hatten. Es war klar, dass sie ihn schuldig sprechen. Sie hatten die Grundlage dazu. Im Grunde hat Carl Brown, ohne es zu wissen, seinen Fingerabdruck auf Judy Bergens Leiche hinterlassen. Glücklicherweise haben die Ermittler das herausgefunden. Faserspuren gehören zu den Mikrospuren, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sie gehören zu den Spuren, die der Täter nicht sehen kann. Und somit wird jetzt in zunehmendem Maße auch der Augenmerk auf diese Spuren bei der Sicherung gelegt. Und diese zu interpretieren, nachher zu dem Bereich, Lebensbereich des Täters hinzuführen und hinzuweisen, das ist eben die hohe Kunst der Texin-Untersuchung. Die Fasern waren die einzige Verbindung zwischen der Leiche und Carl Brown. Sie waren der wichtigste Beweis, der den Geschworenen während der Verhandlung präsentiert wurde. Drei Menschen werden tot in einer Arztpraxis aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, zwischen Täter und Opfer gibt es keinerlei Beziehung. Doch warum mussten ein Arzt, seine Frau und die Arzthelferin sterben? Für die Ermittler beginnt ein gigantisches Puzzlespiel. Erst eine aufmerksame Verkäuferin, eine spezielle Zigarillo-Marke, ein Seil und exzellente Ermittlungsarbeit bringen die Polizei vor das Haus eines skrupellosen Mörders. Es ist der Tag vor Heiligabend 2002. Anruf bei der Neckargemünder Polizei nahe Heidelberg. Polizeioberkommissar Joachim Bahndorf hat an diesem Abend Dienst und nimmt den Einsatzbefehl aus der Zentrale entgegen. Ein junger Mann hat seinen Vater, einen Kinderarzt, als vermisst gemeldet. Also es war ein Anruf, wie er täglich dutzende Male hier reinkommt von unserer Funkleitstelle, die eben mitteilte, dass im Ziegelhause der Sohn eines Arztehepaares wartet und seine Eltern vermisst. Die Beamten fahren zur Praxis. Der Arzt hatte von dort das letzte Mal um 18.10 Uhr zu Hause angerufen. Seine Frau sollte ihm unverzüglich ihre EC-Karte bringen. Beunruhigt entschließt sich Bahndorf, in die verschlossene Praxis einzudringen. Ich suchte dann mit der Taschenlampe die rechts und links des Flures befindlichen Behandlungsräume ab. Nach dem zweiten Behandlungsraum wurde ich dann ein bisschen ruhiger. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Und im dritten Behandlungsraum dann erkannte ich dann im Scheinwerferlicht der Taschenlampe eben zunächst zwei am Boden liegende Personen. Es ist das Arztehepaar Dr. Udo F. und dessen Frau Astrid. Beide sind tot. Und es gibt noch ein drittes Opfer, die Arzthelferin Karin R. Den eintreffenden Ermittlern bietet sich ein schreckliches Bild. Merkwürdigerweise, wenn man das dann gesehen hat, bleibt man zunächst mal irgendwie innerlich unberührt. Ich nehme an, da überlagert die Professionalität die Emotionen. Das kommt dann aber wellenartig in den darauffolgenden Tagen und Wochen. Also dieses Bild geht einem Wochen, Monate und manchmal auch jahrelang nicht aus der Seele raus, sozusagen. Noch in der Nacht nimmt die Spurensicherung ihre Arbeit auf. Es wird Tage dauern,
bis jeder Zentimeter der Praxis untersucht ist. In Heidelberg wird währenddessen eine 45-köpfige Sonderkommission namens Praxis gebildet. Ihr Leiter ist der erfahrene erste Kriminalhauptkommissar Klaus Rostock. Die drei Opfer sind mit Handschellen gefesselt und nacheinander erdrosselt worden. Die Brutalität der Tat lässt erste Spekulationen auf den Täterkreis zu. Das waren auch meine ersten Überlegungen, die ganz spontanen Gedanken, haben wir es möglicherweise mit Leuten aus dem Osten zu tun. In Heidelberg-Ziegelhausen ist die friedliche Weihnachtsstimmung zerstört. Ratlosigkeit und fassungsloses Entsetzen lähmt die Bevölkerung. Wenn man erlebt hat, wie die Bevölkerung darauf reagiert hat, ja, wenn man gesehen hat, Tage darauf, wie Menschen sich vor der Arztpraxis versammelt haben, und erwachsene Menschen da wirklich schluchzend zusammenstanden, gell, und Tränen ausgebrochen sind. Gell. Das war emotional dann schon ergreifender, wie an dem Abend selbst, wo man das Bild der Leichen gesehen hat. Gell. Währenddessen finden Kriminaltechniker am Tatort erste Spuren. Fremde Fingerabdrücke können gesichert werden. Im Reißverschluss der Handtasche eines der Opfer steckt der Rest eines Plastikhandschuhs und im Treppenhaus der Praxis finden die Ermittler Zigarillo-Kippen. Die Soko überprüft derweil den Kreis der Verdächtigen. Wer hat ein Motiv? Wer wurde am Tag des Verbrechens in der Nähe der Praxis gesehen? Wer hat etwas Ungewöhnliches bemerkt? Patienten, Bekannte und Freunde der Opfer werden befragt. Schon jetzt ist klar, ein gigantisches Puzzle muss zusammengesetzt werden. Wir haben natürlich gleich von Anfang an das familiäre und berufliche Umfeld abgeklopft. Auch beispielsweise Beziehungen zu Patienten oder mal geschaut, wer war denn da Patient, und haben uns halt versucht vorzustellen, wer könnte ein Motiv gehabt haben. Und das war außerordentlich schwierig. Der Umstand, dass die Tat einen Tag vor Weihnachten passierte, hat sich für uns, für die Ermittlungen, sehr negativ dargestellt oder gezeigt. Wir haben praktisch bis zu Beginn des Folgejahres, bis zum 7. Januar, massive Probleme bei den Ermittlungen gehabt. Wir haben praktisch keine Behörde, war besetzt. Fast alle Firmen, die wir bei den Ermittlungen gebraucht haben, waren nicht besetzt, waren im Betriebsurlaub. Viele, viele Privatpersonen waren nicht erreichbar. Also wir hatten massive Probleme und konnten die ein oder andere Ermittlung überhaupt nicht führen. Aufgrund der Tatortspuren gehen die Ermittler jedoch von einem Einzeltäter aus. Dann eine erste heiße Spur. In Mannheim, nur 25 Kilometer vom Tatort entfernt, werden mit den drei erpressten EC-Karten der Opfer insgesamt 1.000 Euro abgehoben. Das Geld deutet auf Raub als Mordmotiv hin und der Täter muss sich verständigt haben, sonst wäre er nicht an die PIN-Nummern gekommen. Mannheim lässt die Ermittler aufhorchen. Der Umstand, dass der Täter 6 Stunden nach der Tat sich lediglich 20 Kilometer vom Tatort entfernt hat, lässt zumindest mal die Vermutung zu, dass er auch aus der Region stammen könnte. Die Spurensicherung macht einen weiteren interessanten Fund. Teile eines roten Plastikseils werden am Tatort und in der Nähe der Praxis gefunden. In vielen Läden der Region gibt es solche Seile zu kaufen, doch nirgendwo wird eins mit entsprechend rötlicher Farbe gefunden. Um Näheres zu erfahren, wendet sich die Soko an den Hersteller in China. Wing Key Plastics teilt wenig später mit, dass die Firma Langhorst in Holland die Seile in Europa vertreibt. Dann meldet die Spurensicherung einen weiteren vielversprechenden Fund. Auf dem Linoleumfußboden der Praxis hat der Täter einen Schuhabdruck hinterlassen. Recherchen ergeben, dass er zu einem halbhohen Stiefel der Marke Rika passt, Schuhname Willi. Das Modell verrät den Ermittlern etwas über den Täter. Rückschlüsse auf den Käufer selbst sind zulässig, bedingt zulässig. Sicherlich kauft diesen Schuh kein junger Mann von 19, 20 oder 23 Jahren. Also das ist eine gewisse Altersstruktur. Möglicherweise kann man die schon voraussetzen. Also diesen Schuh kann man sicherlich nicht zu einem jungen Menschen bringen. Doch Willi ist ca. 80.000 Mal verkauft worden, ein Massenprodukt und somit nur schwer einem speziellen Käufer zuzuordnen.
Der Seilgroßhändler aus Holland meldet sich und teilt mit, dass unter anderem die Firma Meisterwerkzeuge das Seil in Deutschland vertreibt. Produktname Cargofix. Während die Anfrage nach den Verkaufsstellen von Cargofix läuft, sind sämtliche Fingerabdrücke vom Tatort zur Untersuchung in Karlsruhe. Mit Hilfe von AFIS, einer Art Suchmaschine für Fingerabdrücke, werden die Spuren in einer Datenbank verglichen. Der Heidelberger Mörder besitzt ein sehr auffälliges Merkmal. An einem Rundschnellverschluss, der als Knebelungswerkzeug diente, war ein Bogenmuster. Das ist ein relativ selten vorkommendes Muster. AFIS schlägt Thomas Schubert 10 Abdrücke vor, die Ähnlichkeiten mit dem gesicherten Fingerabdruck vom Täter haben. Doch keiner ist identisch. Es konnte zunächst kein Spurenverursacher festgestellt werden. Die Recherche im AFIS verlief negativ, das heißt, es ergab keinen Treffer. Dies bedeutete, dass die Person mit an sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Bundesrepublik noch nicht erkennungsdienstlich behandelt wurde. Erneut kein Glück. Doch eine Spur ist noch offen. Die Zigarillo-Stummel. Und was noch keiner ahnt, es sind ganz besondere. Nach dem Dreifachmord in einer Heidelberger Arztpraxis werten die Ermittler die Tatortspuren aus. Darunter sind auch 3 Zigarillo-Kippen, die im Treppenhaus gefunden wurden. Untersuchungen ergeben, dass es Stummel der Marke Branew sind. Der 25er-Pack kostet zur Tatzeit nur 1,85 Euro. Die Zielgruppe sind Leute, denen die anderen Marken zu teuer sind. Und Branews haben noch eine Besonderheit. Sie werden nicht an Automaten verkauft. Die Kripo bittet alle Verkäufer, jeden Branew-Verkauf zu melden. Ich selbst habe an einer Verkaufsstelle einfach mal den Versuch unternommen, wie reagiert man, wenn diese Tat-Zigarillo gekauft wird. Und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Verkäuferin ganz offensichtlich sehr erschrocken war, aber gemeldet hat sie sich leider Gottes nicht. Dennoch untermauern die Branew-Zigarillos eine Theorie. Womöglich besitzt der Täter nicht viel Geld und kommt aus einem sozial schwachen Milieu. Die Soko beschließt, von nun an in der Region regelmäßig alle Branew-Verkaufsstellen zu observieren, Käufer zu überprüfen, Speichelproben und Fingerabdrücke zu nehmen. Und die Staatsanwaltschaft erhöht die Belohnung auf 15.000 Euro. Viel Geld, vor allem für Leute aus sozial schwachem Umfeld. Nach relativ kurzer Zeit war man eigentlich in der Sonderkommission Praxis der Ansicht, dass der Täter aus einem eher schwachen sozialen Milieu kommen muss. Und wir haben uns natürlich von dieser hohen Auslobung versprochen, dass jemand aus dem Umfeld, der vielleicht beitragen könnte zur Überführung, sich dadurch motivieren lässt. Da die Ermittlungen im Umfeld des Opfers immer wieder ins Leere laufen, vermutet die Polizei, dass Täter und Opfer sich nicht kannten. Wir haben diese Geschichte, ob es eine Beziehung gibt, immer wieder überprüft, in alle möglichen denkbaren Geschichten, in alle möglichen Richtungen versucht zu überprüfen oder haben sie überprüft und haben nirgendwo irgendwelche Beziehungen nachvollziehen können. Dann meldet die Firma Meisterwerkzeuge, dass das Seil Cargofix unter anderem bei Karstadt in Mannheim verkauft wird. Schon wieder Mannheim. Beamte durchsuchen die Baumarktabteilung von Karstadt und werden tatsächlich fündig. Das gesuchte Seil liegt in den Regalen. Farbe und Durchmesser passen zum Tatwerkzeug. Das Seil ist in den letzten Monaten nur einmal verkauft worden. Auch Plastikhandschuhe werden gefunden. Sie könnten zu dem Plastikrest aus der Handtasche passen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war Mannheim natürlich für uns ein Schwerpunkt, ein absoluter Schwerpunkt, und so dass wir zeitweise mit Unterstützung der Kripo Mannheim mit bis zu nahezu 100 Leuten in Mannheim unterwegs waren. Parallel suchen Beamte auf unzähligen Kaufhausbons nach der wahren Nummer des Seils. Nach über 13 Stunden werden sie fündig. Seil und Handschuhe wurden am 5. Dezember 2002 um 10.57 Uhr gekauft. Tag und Kaufzeitpunkt verraten den Ermittlern Neues über den Unbekannten. Aufgrund der Tatsache, dass wir
einen Kaufzeitpunkt ermitteln konnten, der am späten Vormittag gelegen war. Dann der Umstand, dass wir einen Täter suchen, der Branif Raucher war, mit der, zumindest mit der Vorgabe, es könnte sich um einen Täter aus dem sozial schwachen Bereich handeln, haben wir zumindest mal daran gedacht und auch entsprechende Ermittlungen dahingehend durchgeführt, dass es sich um eine Person handeln könnte, die arbeitslos ist, also keiner geregelten Arbeit nachgeht. Mit Plakataktionen versucht die Soko-Praxis, alle Bewohner Mannheims zu mobilisieren, und zudem wird ein DNA-Speicheltest von 5000 Arbeitslosen vorbereitet. Dann ein Paukenschlag. Jemand meldet sich per Brief. Die gefundenen Fingerabdrücke auf dem Dokument beweisen, das Schreiben stammt vom Mörder. Andreas Tröster vom LKA Stuttgart untersucht den Brief. Für den Profiler ist es keineswegs ungewöhnlich, dass sich der Täter per Schreiben meldet. Es gibt eine Vielzahl von Motivationen, warum sich ein Täter mit einem Schreiben bei der Polizei meldet. Die erste wäre beispielsweise, um der Polizei ganz banal helfen zu wollen. Die zweite Möglichkeit wäre, um das eigene Ego zu befriedigen, ein gewisses Maß an Narzissmus. Oder natürlich auch, dass ganz bewusst eine falsche Fährte, eine Trugspur gelegt werden soll und so die Polizei in die Irre geführt werden soll. Der Wortlaut: Herr Soko, in Heidelberg war Polizei vor Bank, deshalb mit Taxi nach Mannheim und zurück. Sie brauchen uns nicht suchen, wir fliegen Wochenende in Heimat zurück. Der Brief wurde in gebrochenem Deutsch formuliert. Doch Täter aus Osteuropa oder eine List. Der Brief vermittelt insgesamt den Eindruck, als ob er von jemandem geschrieben worden wäre, der der deutschen Sprache als Muttersprache mächtig ist. Es wird von in der Anrede Herr Soko gesprochen. Auf der anderen Seite dieses relativ umgängige Wort Polizeidirektion Heidelberg in der Anrede. Dieser Widerspruch, ein geläufiges Wort wie Soko falsch zu schreiben mit CK und Polizeidirektion, aber wie aus dem Ei gepellt richtig zu schreiben, das passt nicht so richtig zusammen. Und so fanden sich viele Details. Und auch das Wir in dem Brief entlarven die Experten als Versuch, die Polizei in die Irre zu führen. Es kommt oft vor, dass Täter ihre Last einem Unbekannten aufladen und so versuchen, sich selbst reinzuwaschen. Die Kriminalisten kommen zu einem eindeutigen Ergebnis. Das einzige Ziel, das dieser Täter hatte mit dem Schreiben, war, die Polizei in die Irre zu führen, also auf eine falsche Fährte zu setzen. Die Handschellen, mit denen die Opfer gefesselt waren, rücken in den Fokus. In Mannheim werden zahlreiche Läden überprüft, nur bei einem gibt's Schwierigkeiten. Per Gerichtsbeschluss werden alle Belege beschlagnahmt. Mit Erfolg. Am 5. Dezember wurden Handschellen dieser Marke zum Preis von 7,50 Euro verkauft. Wieder ein Billigprodukt, wieder in Mannheim und das Ganze in der Nähe der Deutschen Bank und von Karstadt. 25 Tage sind seit der Tat vergangen. Die Kriminalhauptkommissare Kirchner und Beck observieren schon seit längerem den Zigarettenkiosk bei Karstadt. Die Verkäuferin macht sie auf einen dicken Mann aufmerksam. Guten Tag, die Firma Branif macht gerade eine Umfrage und möchte gerne wissen, welche Altersgruppe ihre Zigaretten raucht und warum sie umgestiegen sind. Ich hätte gerne Ihre Adresse, Namen und Wohnort, und als Dankeschön bekommen Sie von der Firma Branif eine Packung geschenkt. Mittels dieser List und der Courage der Verkäuferin erhalten die Ermittler den Namen und die Adresse des Branif-Käufers. Beim Verlassen des Kaufhauses wird er kontrolliert. Da sowohl der angegebene Name als auch die Adresse falsch sind, begleiten ihn die Beamten nach Hause und nehmen dort seine Fingerabdrücke und eine Speichelprobe. Trotz der falschen Angaben sind die Ermittler überzeugt, dass dies nicht der Täter ist. Die Kollegen kamen aus Mannheim zurück und haben von dieser Überprüfung berichtet, dass sie einen Mann, der sehr starke Branif-Raucher ist, überprüft haben, aber aufgrund seiner Person als Täter ausschließen würden. Der Mann wurde von den Kollegen als sehr fettleibig beschrieben und äußerst schwerfällig, und dass er alle paar Meter stehen bleiben muss, um Atem zu schöpfen. Er war ja doch korpulent, um es mal gelinde auszudrücken, dass er drei Personen überwältigen kann und die Tat so durchführen kann. Ja, damit haben wir also nicht gerechnet.
Wie die Fingerabdrücke aller kontrollierten Branev-Käufer werden auch die des dicken Mannes überprüft. Was niemand ahnt, es ist der Tag der Entscheidung. Dies ist der Originalmitschnitt des Anrufs der Karlsruher Fingerspurexperten bei der Kripo in Heidelberg. Karl-Heinz B., wohnhaft in Mannheim. Vater von zwei Kindern, arbeitslos, seit längerem Alkoholiker. Sein Leben geriet aus den Fugen, als vor 12 Jahren seine Frau starb. Er fing an zu betrügen, bestellte Waren bei Versandhäusern unter falschem Namen, wurde zu Geldstrafen verurteilt, zuletzt sogar zu einer Haftstrafe auf Bewährung. Seine Kinder haben sich von ihm abgewendet. Er lebt in einer Dreizimmerwohnung in der Innenstadt von Mannheim, ganz in der Nähe von Karstadt, der Deutschen Bank und dem Waffenhändler. Und er weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Also nachdem wir wussten, dass es sich bei der Person um den Täter handelt, sind wir dann in die Wohnung eingedrungen. Und dann hat er auch schon regelrecht auf uns gewartet. Er saß im Wohnzimmer auf der Couch. Und als wir dann reingekommen sind, waren seine ersten Worte: Hinter mir liegt das Geständnis. Ja, ich war's. Karl-Heinz B. wiederholt sein Geständnis auch vor Gericht, behauptet jedoch, so betrunken gewesen zu sein, dass er sich an keine Details der Tat erinnern kann. Für die Staatsanwaltschaft ist das eine Lüge. Sie ist vielmehr der Meinung, B. hätte die Tat geplant und in vollem Bewusstsein begangen. Die Ausführung dieser Tat, man muss sich mal vorstellen, es wurden 3 erwachsene Menschen hier außer Gefecht gesetzt, gefesselt, geknebelt, schließlich getötet, erdrosselt. Die kann ein berauschter Täter nicht bewältigen. Das ist völlig ausgeschlossen. Das Gericht folgt dieser Einschätzung und verurteilt Karl-Heinz B. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Tat. Damit ist sicher, dass er nicht schon nach 15 Jahren aus der Haft entlassen wird. Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Was ihn letztlich bewogen hat, das wissen wir nicht. Er blieb bei seiner Gedächtnislücke, seiner angeblichen, und hat auch später da nichts mehr weiteres zur Aufklärung beigetragen. Er hatte wohl die Vorstellung, einen größeren Geldbetrag dort zu erlangen. Er sagte jedenfalls des Öfteren bei den späteren Vernehmungen, er hätte es satt gehabt, ein so armseliges Weihnachtsfest zu verbringen und wollte auch mal eine schöne Weihnachten haben. Und deswegen hätte er sich nun vorgenommen, diese Arztpraxis zu überfallen, um an Geldmittel zu kommen, an Bargeld zu kommen. Das hörte sich auch für uns immer ein wenig unglaubwürdig an, aber etwas anderes haben wir tatsächlich bei der Suche nach einem Motiv nicht herausgefunden. In 37 Tagen haben die Ermittler von Heidelberg ein Verbrechen aufgeklärt, das bundesweit für Entsetzen gesorgt hat. Wochenlang haben die Beamten nach den Fehlern von Karl-Heinz B. gesucht. Wir leben von den Fehlern des Täters und wir müssen sie nur finden. Was bleibt, ist das Unverständnis über eine Tat, bei der 3 Menschen ihr Leben lassen mussten. Der Sohn eines Mordopfers vermutet als erster, dass der Tod seiner Mutter auf das Konto eines Serientäters geht. Die Ermittler hoffen, dass Zellen von einem Styroporbecher, Spuren auf einem Wasserhahngriff und Bilder einer Videokassette die Identität des Mannes offenbaren, hinter dem die Polizei schon seit über 10 Jahren herjagt.
Es ist das Jahr 1991. Die 42-jährige Nancy Ludwig führt ein glückliches Leben. Ihr Ehemann verehrt sie und als Flugbegleiterin macht sie Karriere. Sie wollte immer Stewardess werden, schon als junges Mädchen. Sie war sehr offen, spontan und wohl deshalb eine so gute Flugbegleiterin. Während einer ihrer Flüge ruft eine Mitarbeiterin der Fluggesellschaft Art Ludwig an. Sie hat schlechte Nachrichten. Eine Frau erzählte mir, dass es in Detroit Probleme gegeben hat. Ich sollte zum Flughafen kommen. Dort wollte sie mich treffen und mit mir nach Detroit fliegen. Nancy Ludwig ist in der Nähe des Flughafens tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden worden. Sie wurde erstochen. Tatortspuren belegen, dass sie sich vehement gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Sie hatte extreme Abwehrverletzungen an den Händen. Man konnte ein richtiges Gefühl dafür bekommen, was sie durchgemacht haben muss. Das ist an Tatorten nicht immer der Fall. Nancys Hände sind mit einem Strick gebunden. Diese Art Strick wird vor allem bei der Garten- und Landarbeit benutzt. Biologische Spuren beweisen, dass Nancy Ludwig sexuell missbraucht worden ist. Und es gibt diverse Anzeichen dafür, dass der Täter sich lange in dem Hotelzimmer aufgehalten hat. Wir fanden einen blutigen Lappen am Waschbecken und es war eindeutig, dass er geduscht hatte. Er konnte das Hilton Hotel ja nicht in blutiger Kleidung verlassen. Ein ungewöhnlicher Aspekt in diesem Fall ist, dass alle persönlichen Dinge von Nancy verschwunden sind. Sie kam mit zwei Koffern und einer Handtasche ins Hotel. Ihr ganzer Schmuck, ihre Uhr, Ohrringe, alles war aus ihrem Raum verschwunden, inklusive des Lidstiftes aus dem Mülleimer. In der Mordnacht hat ein Hotelgast einen Mann beobachtet, der Gepäck einer Fluggesellschaft zu seinem Auto gebracht hat. Direkt vor seinem Fenster unter einer Parkplatzlaterne stand etwas, das wie ein Monte Carlo aussah. Jemand belud seinen Kofferraum mit Northwest-Zubehör, Koffern und so. Überraschenderweise gibt es über 2800 Fahrzeuge vom Typ Monte Carlo, die in der Gegend von Detroit gemeldet sind. Jede der 2800 Besitzer wurde überprüft, ob er auffällig geworden war oder strafrechtlich registriert. So versuchten wir, auszuschließen. Dann finden die Ermittler heraus, dass der Freund einer Hotelangestellten einen Monte Carlo besitzt. Als die Frau befragt wird, verhält sie sich verdächtig. Sie verfing sich in Lügen. Sie behauptete, Nancy habe einen Anruf in ihrem Zimmer bekommen und sie würde Nancy von früheren Aufenthalten kennen. In Wahrheit war es Nancys erster Aufenthalt in Metro. Sie konnte sie gar nicht von früheren Trips her kennen. Und es gab auch keine Telefonanrufe auf ihrem Zimmer. Es scheint, als habe das Hotel nur einen geringen Sicherheitsstandard. Es war die Art, wie sie den Crews die Zimmer zuwiesen. Oft lagen die Schlüssel an der Rezeption mit kleinen Papierzetteln daneben, auf denen der Name stand. Man musste nur reinkommen, die Namen und die zugewiesenen Zimmer lesen und wusste sofort, wer noch nicht angekommen ist. Das ist ein unglaubliches System. Die Außentür wurde über Nacht nicht verschlossen. Das ist zwar bequemer für die Gäste, allerdings nicht gut für die Sicherheit. Die Ermittler erstellen eine Liste mit potenziellen Verdächtigen, zu denen sämtliche Personen gehören, die Zugang zum Hotel haben. Schließlich hatten wir eine Liste mit 22.000 Namen. Darauf waren allein 1.700 Personen, die wie Nancy Ludwig an diesem Abend am Flughafen Metro gelandet waren. 2.800, die nach dem Mord abgeflogen sind und die 2.800 Monte Carlo Besitzer. Ein Phantombildzeichner hat von dem Mann auf dem Hotelparkplatz diese Skizze erstellt. Die Ermittler hoffen, dass sich auch dadurch die Liste von 22.000 Namen auf einen reduziert. Kurze Zeit nach dem Mord an seiner Frau erhält Art Ludwig einen merkwürdigen Brief. Er ist von einem Mann geschrieben, der von Nancys Mord in der Zeitung gelesen hat. Er behauptet, dass der Tathergang dem Mord an seiner Mutter vor 5 Jahren sehr ähnlich ist.
Ich las den Brief und ja, es schien einige Übereinstimmungen zu geben. Es waren beides Frauen, gleich groß, gleiche Erscheinungen und so weiter. Das Opfer war die 55-jährige Margaret Eby, eine Musikprofessorin aus Flint, Michigan, rund eine Autostunde von Detroit entfernt. Sie wurde zu Hause in ihrem Bett erstochen aufgefunden. Als ich die Tatortfotos betrachtete, musste ich staunen. Die Leiche war nahezu gleich positioniert, die Stichwunden waren fast gleich. Und die Sicherheit im Haus ist ähnlich schlecht wie in Nancy Ludwigs Hotel. Das Pförtnerhaus dieses schönen Besitzes hatte seinen eigenen Eingang. Er sollte eigentlich abgeschlossen sein, war in der Regel aber offen und unbewacht. Es gibt weder Zeichen eines gewalttätigen Eindringens, noch fehlen wertvolle Gegenstände. Margaret Eby hat die Angewohnheit, ihre Türen unverschlossen zu lassen. Zudem hängen keine Gardinen vor den Fenstern. Das Anwesen hatte eine Reihe von Personen, die regelmäßig dort arbeiteten. Gärtner, Elektriker, Maler. Nach dem Mord finden die Ermittler Spuren eines Fingerabdrucks auf einem Wasserhahn im Badezimmer. Er stimmt jedoch mit keinem Fingerabdruck eines registrierten Verbrechers überein. Zudem finden sich Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Zur Tatzeit ist die Analyse von DNA jedoch noch in ihren Anfängen. 1986 waren wir noch nicht so weit. In unserem Staat gab es noch keine DNA-Analysen, andernorts begannen sie gerade damit. Es gab nur ein paar wenige Laboratorien, die sie durchführten. Es war ein sehr teurer Prozess. Zur Zeit von Nancy Ludwigs Mord sind DNA-Tests Routine. Zur Überraschung der Ermittler beweist ein vergleichender DNA-Test, was Margaret Ebys Sohn bereits instinktiv geahnt hat. Der Mörder der beiden Frauen ist ein und derselbe Mann. Ich dachte, wir hätten unseren Fall gelöst. Doch dann sagte man uns, die gute Nachricht sei die Übereinstimmung der Fälle. Die schlechte, sie könnten uns keinen Verdächtigen nennen. In der Regel werden DNA-Profile von Straffälligen in einer Datenbank gespeichert. Stefan Habort ist Kriminalist und beschäftigt sich seit Jahren mit Serientätern. In Deutschland werden DNA-Profile zentral beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden vorgehalten. Insbesondere werden Daten gespeichert von verurteilten Tätern, die eine sogenannte Katalogstraftat begangen haben, beispielsweise Einbruch bis hin zum Sexualmord. Die Täter müssen darüber hinaus als potenzielle Wiederholungstäter eingestuft worden sein. Und es werden DNA-Profile eingestellt, die von unterschiedlichsten Tatorten stammen. Ziel einer solchen Datenbank ist es, erstens die Identifizierung eines Tatverdächtigen über sein bestehendes DNA-Profil oder aber das Erkennen von Tatzusammenhängen, beispielsweise wenn festgestellt wird, dass eine und dieselbe Person an verschiedenen Tatorten gehandelt hat. Das DNA-Profil des Frauendoppelmörders ist jedoch in keiner nationalen Datenbank der USA gespeichert. Die Übereinstimmung des DNA-Profils verrät uns nicht, wer die Person ist. Sie zu finden war unser Job. Doch das wird nicht einfach, denn Margaret Ebys Mord liegt mehrere Jahre zurück. Und Nancy Ludwigs Fall war in Detroit, 75 Meilen von Flint entfernt. Die Ermittler vermuten, dass der Mörder einen Monte Carlo fährt und Zugang zu Stricken hat, wie sie von Landarbeitern benutzt werden. Der Freund der Hotelangestellten mit dem Monte Carlo hat für die Nacht des Mordes ein Alibi und wird nicht länger verdächtigt. In den meisten Fällen sind Mörder ziemlich dumm und wir kriegen sie schnell. Er war sehr clever und vorsichtig. Im Laufe mehrerer Jahre werden alle 22.000 Hinweise in dem Fall auf die eine oder andere Weise abgearbeitet. Alle enden erfolglos. Sowohl Margaret Ebys Familie als auch die von Nancy Ludwig verliert die Hoffnung, dass der Mörder jemals festgenommen wird. Ich glaube, nach 10 Jahren dachte ich, dass alles Machbare versucht worden ist. Bis heute ist mir nicht klar, warum nichts dabei herausgekommen ist. Auch die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Wer ist der Unbekannte, der Margaret Eby und Nancy Ludwig ermordet hat?
Nach mehreren Jahren entschließen sich Ermittler der Cold Case Unit der Polizei von Michigan, noch einmal einen Blick auf die Mordfälle von Nancy Ludwig und Margaret Eby zu werfen. Vielleicht haben die Ermittler von damals etwas übersehen. In den USA gibt es spezielle Einheiten, die alte Fälle nochmal aufarbeiten. In Deutschland nicht, aber die Ermittler bleiben eigentlich dran. Und was wir häufiger haben, ist, dass die Fallanalytiker oder Profiler nochmal bei alten, ungeklärten Fällen rangeholt werden, das Ganze nochmal aufrollen, auswerten und gucken, ob sie neue Ermittlungsansätze finden. Und da wurde schon so mancher alte Fall nochmal neu angegangen und es konnte der Täter auch ermittelt werden. DNA-Tests haben ergeben, dass beide Frauen vom selben Täter ermordet worden sind. Doch niemand weiß, wessen DNA es ist. Deshalb konzentrieren sich die Ermittler auf den Fingerabdruck aus Margaret Ebys Badezimmer. Das Kriminallabor konnte einen kleinen Abdruck auf einem Wasserhahnknauf im Badezimmer finden. Der Knauf wurde abgenommen und ins Kriminallabor gebracht. Dort wurde der Fingerabdruck fotografiert und der Knauf als Beweismittel aufbewahrt. Im Jahr 1986 konnte die Polizei von Flint den Abdruck nur mit anderen aus Michigan vergleichen. Es gibt keine Übereinstimmungen. Doch die Verbesserungen in der Computertechnologie führen zu einem automatischen Fingerabdruck-Identifikationssystem, das tausende Abdrücke innerhalb weniger Sekunden vergleicht. Als der Abdruck von dem Wasserhahnknauf in die nationale Fingerspurdatenbank eingegeben wird, identifiziert der Computer einen Abdruck in Florida. Es ist der Daumenabdruck des 39 Jahre alten Jeffrey Gordon, der mittlerweile in einem Vorort von Flint, Michigan wohnt. Er war ein verheirateter Mann mit Kindern. Alle äußeren Umstände wirkten perfekt und normal. Der nette Nachbar von nebenan. Gordon wohnt in der Nähe von Margaret Eby und besitzt einen goldenen Monte Carlo. Dieser Fahrzeugtyp wurde von einem Augenzeugen am Abend des Mordes an Nancy Ludwig auf dem Hotelparkplatz gesehen. Und es gibt eine weitere Überraschung. Gordon arbeitet für eine Firma, die die Sprinkleranlage in Margaret Ebys Garten technisch überwacht. Diese Firma hatte in Margaret Ebys Anwesen einige Tage vor ihrem Tod die Leitungen der Sprinkleranlage für die Gartensaison freigeblasen. Wie der Fingerabdruck ins Haus kommt, wäre einfach zu erklären. An Sprinklern arbeitet man mit Metallwerkzeug, das scharfe Ecken hat und an denen man sich schneidet. Man geht ins Haus, wäscht sich die Hände und hinterlässt einen blutigen Fingerabdruck. Man hat nichts getan, nur einen blutigen Fingerabdruck hinterlassen. Gordons Fingerabdruck ist wegen mehrerer Übergriffe auf Frauen in der Datenbank von Florida. Er hat mehrere von ihnen angegriffen, indem er hinter ihnen gegangen ist, sie niederschlug und versucht hat, ihnen die Slips auszuziehen, während sie am Boden lagen. Das passiert auch Marie Galliano, als sie ihren Einkauf aus dem Auto lädt. Er hatte einen mürrischen Gesichtsausdruck und riss mich nieder. Dann griff er meine Knöchel und begann mich über 3-4 Meter zu schleifen. Ich habe geschrien, entsetzliche Schreie. Dann hat er mir meinen Slip entrissen und ist weggelaufen. Die Polizei findet mehrere hundert Unterwäschestücke in Gordons Haus. Das ist ein gefährlicher Kerl. Er schlägt Frauen nieder, zieht sie ins Gebüsch und stiehlt ihre Kleidung. Er bricht sogar in ihre Häuser ein. Er ist jemand, der völlig außer Kontrolle ist. Jens Hoffmann ist Kriminalpsychologe. Ihm ist nicht unbekannt, warum Täter wie Jeffrey Gordon für das Stehlen von Unterwäsche zu solchen Methoden greifen. Manchmal haben Täter eine Fantasievorstellung, eine Paraphilie nennen wir das, eine Sache, die sie sexuell erregt, und dafür setzen sie auch fast alles aufs Spiel. Beispielsweise auch seine Unterwäsche. Das heißt, die gesamte sexuelle Erregung ist darauf fixiert und vielleicht auch noch daran, diese Unterwäsche illegal zu bekommen. Und dafür wird dann alles andere untergeordnet. Und beispielsweise können auch schwere Gewaltdelikte bis Tötungsdelikte durchgeführt werden, nur um dieses Ziel zu erreichen.
Gordon hat wegen seiner Übergriffe in Florida mehrere Gefängnisstrafen abgesessen, bevor er zurück nach Michigan gegangen ist. Da beide Mordopfer sexuell missbraucht worden sind, ist die DNA des Täters bekannt. Jetzt wollen die Ermittler wissen, ob es Gordons ist. Die Beamten beschatten den Verdächtigen rund um die Uhr. Sie folgen ihm zu einer Rollerskating-Bahn, von der er seine Kinder abholen will. Dort beobachten verdeckte Ermittler, wie er eine Pizza isst und aus einem Styroporbecher trinkt. Als Gordon geht, läuft ein Beamter zum Tisch, beschlagnahmt den Becher und bringt ihn ins Kriminallabor. Die Probe wird sofort untersucht. DNA ist wie jedes andere biologische Molekül ein zersetzbarer Gegenstand. Eines der Dinge, das DNA ein bisschen schneller zersetzt, ist große Wärme. An dem Becher sind mehr als genug untersuchbare Epithelzellen, dennoch gibt es ein Problem. Die erste Analyse des Bechers ergab eine DNA-Mischspur. Das heißt, mehr als eine Person hat den Becher benutzt. Wir hatten gehofft, nur DNA von der Person zu bekommen, die aus dem Becher getrunken hat. Es gab jedoch Hinweise, dass von mehr als einer Person DNA vorhanden war. Doch der PCR-Test ergibt zumindest eine starke Übereinstimmung zwischen der DNA vom Becher und den biologischen Spuren von beiden Tatorten. Und das reicht aus, um einen Durchsuchungsbeschluss für Jeffrey Gordons Haus zu bekommen. Dort finden die Ermittler in Kartons und unter Gordons Matratze Damenunterwäsche. Viele Stücke haben Aufkleber, die mit Frauennamen und Notizen beschrieben sind. Es gibt so zwei grundsätzliche Sachen. Einmal, was man als Trophäe bezeichnet, nach einer Tat nimmt der Täter was mit von dem Opfer, um ja seine Macht zu demonstrieren. Er sagt, ich habe das Opfer niedergerungen, ich habe sie umgebracht und das ist das Zeichen meines Sieges. Andere Täter nehmen solche Sachen eben mit, um immer wieder die Tat gedanklich zu durchlaufen, immer wieder sich wie in einem Film das innerlich abzuspielen und sich immer wieder sexuell zu erregen. Dann finden die Ermittler eine Videokassette. Auf dem Band ist Gordon in Damenunterwäsche zu sehen und andere Frauen, die er heimlich gefilmt hat. Er war seltsam, sehr seltsam. Man fragt sich, was mit ihm schiefgelaufen ist, dass er sich so verhält. Das ist ein verblüffendes Phänomen. Das haben wir manchmal bei Tätern, dass sie sich selbst die Wäsche anziehen und dabei filmen. Das ist eigentlich ein Hinweis darauf, glaube ich, dass es was mit der letztlich auch mit früheren verdrängten sexuellen Wünschen oder Aggressionen gegenüber der Mutter zu tun hat, dass es dann so eine Identifizierung stattfindet und dass es dann inszeniert wird und der Täter das genussvoll veranstaltet. Die Fantasie dahinter in dem Kopf lässt sich aber nicht immer ganz aufschlüsseln. Also für Außenstehende, man kann es nicht immer nachvollziehen, was da vorgeht, aber es ist oft was Biografisches Frühes. Während des Verhörs fragt die Polizei Gordon, welche Strafe es für Mord geben sollte. Er sollte ins Gefängnis gehen. Als Gordon allein ist, wird er zunehmend nervöser. Dann fragen ihn die Beamten nach seinem Interesse, Damenunterwäsche zu stehlen. Gibt es ein bestimmtes Kleidungsstück, das Sie besonders mögen? Sind es Strümpfe, BHs oder Höschen, das Schlafzeug? Gibt es irgendein bestimmtes Stück, das Sie besonders anzieht? Meistens nur die Strümpfe, denke ich. Haben Sie dieses starke Fetischverlangen heute noch? Ja, ich sehe es als eine Art Sport, den ich mir gönne, wenn ich alleine bin. Seine Aussage, wie es war ein Sport für mich, zeigt auch ja diesen Suchtcharakter manchmal. Das ist wie so ein Spannungsaufbau, das ist das Wichtigste im Leben. Und es wird auch genossen, zu versuchen, komme ich an diese Wäsche ran, sich das auszusuchen, welche Frauen verfolge ich vielleicht oder beobachte ich auch und genieße diese Macht dabei. Und diese Täter gestalten das immer mehr aus. Also sie versuchen das dann immer weiter voranzutreiben, neuere Sachen sich auszudenken.